Der Wunsch nach Abenteuern und die Gier nach wahrer Freiheit. Dinge, die uns alle als Kinder irgendwann mal begleitet haben. Gibt es sowas heute überhaupt noch? Kann man noch richtige Abenteuer erleben? Meine Antwort, die könnt ihr jetzt sehen. Hallo und herzlich willkommen bei der Möbelkutsche! Einen wunderschönen guten Abend! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Möbelkutsche! Klaus Bärbel ist wieder am Start. Klaus Bärbel freut sich, denn Klaus Bärbel darf weit, weit wegfahren. Das stimmt. Und der Daniel, der freut sich mindestens genauso doll. Mindestens. Leute! Wir haben eine klasse Tour vor uns. Ich werde euch gleich Details sagen. Wir müssen jetzt aber erstmal unseren Auflieger aufsatteln. Also bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hinten bei den Kabeln. Und da haben wir schon mal was ich euch zeigen kann. Und zwar muss ich meine Kabel ändern, denn wir haben hier nur zweimal siebenpolig anstatt 14-polig. Deswegen müssen wir jetzt einmal ein bisschen was tauschen. So, jetzt seht ihr jetzt hier, jetzt haben wir zweimal siebenpolig. Die unterscheiden sich. Da ist ein Stift drin und da nicht. Und dementsprechend muss man die dann auch anschließen. So, jetzt machen wir ABS-Kabel auch schon mal dran. Dann zuerst den grünen Schlauch, den gelben Schlauch. Und dann den roten Schlauch, die Vorratsleitung. So. Und jetzt wird der Daniel das 2x14-polige da hinten reinpacken. Und jetzt gehen wir erstmal da hinten gucken, ne? Denn wenn wir unseren Auflieger aufnehmen, hier beim größten Hersteller Europas, müssen wir natürlich unsere Sackkarre draufpacken. Und da haben wir sogar viel Platz für. Jetzt quasi mit dem Schild hier unten rein, dass er dann aufrecht steht.
Ah, wird nicht passen. Also müssen wir so. Nee, wird oben nicht passen. Musst du seitlich hinstellen. Genau. Das geht. So, und jetzt musst du einmal hoch. Denn da oben sind noch unsere Papiere drin. Ja, Leute, dieses Video wird ein bisschen speziell und ein bisschen länger. Und das ist gut so. Genau. Wie gesagt, Daniel holt jetzt mal gerade noch die Papiere raus. Die brauchen wir ja auch. Und dann machen wir den Auflieger zu. Bei der Gelegenheit, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil ihr es nicht speziell seht, Papiere noch, genau. Ich gucke gleich immer, ob Kennzeichenbeleuchtung und auch die Beleuchtung allgemein geht. So, Auflieger ist zu. Soll ich dir die Papiere kurz abnehmen? Weil Daniel hat noch einen Job. Ja. Weil der Daniel, der dreht jetzt noch am Rad oder an der Kurbel. An der Orgel. Ja, Leute. Das wird eine lange Tour. Ihr seht's ja da. So ein... Der hat Mitteilungsbedarf. Der hat Mitteilungsbedarf, ja. Das machst du sehr gut. Sehr gut macht er das, ne? So. Ist das Auto selbstständig ausgegangen? Das ist auch okay. Wir gucken trotzdem nochmal. Also, dieses Stützwerk, ne? Das hat zwei Gänge. Daniel war jetzt im zweiten Gang unterwegs. Da kann man relativ mit wenig Kurbeln viel Strecke machen. Und wir haben noch einen zweiten Gang da drin. Mit dem kann man mit viel Kurbeln wenig Strecke machen. Jetzt checken wir einmal noch das Zugmaul. Das ist zu. Und jetzt können wir gleich wieder einsteigen. Vorher gucken wir noch mal, weil das Leuchtschild vorne am Hof wollte es nicht. Nee. Jetzt leuchtet es in voller Pracht. Herrlich. Gehen wir wieder rein? Ja, können wir mal. Gehen wir rein. Also, bis gleich. So, Freunde, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es hingeht. Seht ihr das? HR. Genau. Also, wir haben eine wunderschöne Tour vor uns. Und zwar fahren wir nach Südkroatien. Und der letzte Kunde ist in Montenegro. Ist das nicht schön? So. Jetzt gebe ich mal die Straße ein. Grüßen den Kollegen einmal. Leopolda. Mandika. Nummer 2. In 1204, sagt er mir hier. Dugo, ich gebe mal Dugo noch dabei ein. Dugo Polje 21204. Das passt mit unserer Papierlage und das klicken wir jetzt auch an. So, bestätigen einmal, dass wir da auch wirklich hinfahren wollen. So, wie gesagt, wir nehmen euch diese Woche einfach mal deutlich mehr mit als in den letzten Wochen. Das liegt einfach daran, dass das eine richtig schöne Tour ist. Ich meine, guck mal hier drauf. Der ist immer noch am Rechnen. Und wenn so ein neues TomTom lange braucht, dann hat das seinen Grund. Guckt euch das an. Wir fahren durch Österreich, also erstmal komplett durch Deutschland, komplett durch Österreich, kommen dann durch Slowenien durch. Ich würde auch sagen, wir fahren auf jeden Fall die Strecke mit dem Karawankentunnel. Die Strecke. Weil hinten über Dingens. Weiß ich nicht. Ich gucke es mal später nochmal nach. Aber für mich würde es jetzt erstmal Sinn machen, über Salzburg reinzufahren. Genau. Und dann runter auf Kroatien. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen, Leute. Ich nehme euch mal mit in meine kleine Welt hier am Handy. Denn es ist immer gut, wenn man sich, Navi ist schon toll, wenn man sich gleichzeitig aber einmal anguckt. Leopold,
da. Mandika. Zwei. Dugopolje, hier, Kroatien. So, und jetzt gucken wir mal nach einer Route. Start, mein Standort. Und dann gucken wir uns das mal an, was das Navi sagt, welche Strecke besser ist. Gut, das Navi sagt über Maribor fahren. Also ich würde aber spontan sagen, das über Ljubljana zu fahren. Und zwar durch den Karawankentunnel. Hier. Dass das mehr Sinn machen würde. Anstatt über Klagenfurt. Beziehungsweise über Graz. Über Graz nach Maribor, das kann man. Da bin ich auch schon ein paar Mal drüber gefahren. Das kann man wirklich machen. Aber über dem Karawankentunnel finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Ja. Also, kilometermäßig nimmt sich das nicht viel. Die kilometermäßig kürzeste Tour wäre tatsächlich die über Graz, sagt er uns zumindest gerade. Zeitmäßig soll das sogar fast 40 Minuten kürzer sein. Und dann gucken wir uns die Strecke nochmal an. Dann könnt ihr die auch nochmal sehen. Jetzt färbt er die ja blau. Genau. Ja, zur Not machen wir das. Dann fahren wir über Maribor. Ich habe das auch schon mal gemacht. Das kann man gut fahren. Genau. Wir können ja über den Rückweg durch den Karawankentunnel fahren, um euch das mal zu zeigen. Na, das kriegen wir ja auf jeden Fall hin. Auf, was ihr auf jeden Fall jetzt aussehen könnt, wir werden morgen gegen 18.05 Uhr, das kommt nicht hin. Da muss Zeit draufgerechnet werden, weil wir machen Wechselstopps, wir machen Pinkelstopps, wir werden auch zwischendurch irgendwo mal was zum Essen anhalten, dass wir uns ein Brot schmieren können oder dergleichen. Und 1473 Kilometer sind es halt zum ersten Kunden. Und was sagst du dazu? Ich freue mich. Klaus Bärbel? Klaus Bärbel ist hoch erfreut. Guckt euch das an, der chillert da schon wieder. Gut, dann machen wir uns jetzt gleich einfach auf den Weg. Ich mache noch einen Scanner fertig und wir melden uns dann gleich von unterwegs, ne? Boah, ich kratze. Alles klar, dann bis später, Leute. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. So, Leute. Wir sind jetzt hier in Diemelstadt. An der Tankstelle. Ich gebe jetzt hier nochmal den Code ein und den Kilometerstand. Übrigens für alle, die es interessiert, 178.856 Kilometer haben wir jetzt. Subsäule 11 nehmen wir. Drüben sind schon 550 Liter im Tank. Gerade getankt. 550. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir den hier auch noch schön voll kloppen. Denn wir brauchen auf jeden Fall alles, was wir haben. Shooting pool, cracker jack, take off now and don't look back. But hey, don't you wanna play? Hold on, sugar, why you look so sad? Come on now, mama, ain't nothing here so bad. You got fast cars, movie stars. Party on down the street with Mary Jane, good cocaine, lay it down there again. Double down, throw some dice, take off now, don't think twice. But hey, don't you wanna play?
just get in late. Come on now, mama, don't you hesitate. Grab my hand, will we land? I got the champagne. You cannot get back, get on track. Come on, grab this thing. Double down, roll the dice. Take off now, don't think twice. Hey, don't you want to play? Say hey. So, Freunde, auch dieser Tank ist jetzt randvoll. So, jetzt kommt noch der Deckel oben drauf. So, krass. 750, also 748,9. Mehr hat die Zapfsäule jetzt nicht hergegeben. Und ich zeig's euch nochmal. 550 hier. Das ist krass, ne? 1300 Liter. Jetzt rechnet euch das mal mit aktuellen Spritpreisen hoch. 1300 Liter. Für eine Woche. Wir werden die nicht komplett brauchen. Wir werden noch reichlich Restdiesel haben, wenn wir wieder am Hof sind. Aber das muss man sich auch erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Preise und so. Jetzt müssen wir ein bisschen leiser sein, denn Daniel pennt drin. Hoffe ich zumindest. So. So, Freunde. Jetzt machen wir uns wieder auf den Weg. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in Diemelstadt. Ganz in der Nähe ist auch der SVG Autohof, den ich auch wärmstens empfehlen kann, was das Essen anbelangt. Duschen sind auch okay, aber da musst du echt pünktlich da sein, sonst kriegst du da keinen Parkplatz mehr. So. Der LKW sagt uns jetzt, dass wir 99% drin haben. Naja. Der Diesel steht bis hoch in die Decke. Und dementsprechend denke ich mal eher, dass wir 100% drauf haben. Aber das ist egal, weil das kriegt der DAF hier einfach nicht hin, einfach mal eine 100 zu sagen. Da ist ja zu überkorrekt. Da sagt er, da ist bestimmt noch ein Tropfen Luft drin oder so, ne? So. Okay, wir werden jetzt gleich wieder auf die A44 auffahren, die A44 dann durch bis nach Kassel und dort Richtung Süden auf die A7 und irgendwo hinter Fulda, zwischen Fulda, ich würde mal sagen, dass ich sogar mit meiner Fahrzeit eventuell bis kurz vor Gramschatz komme, da werden wir dann tauschen. Das heißt, da übernimmt dann Daniel das Steuer für 4,5 Stunden. Und ich sehe zu, dass ich technischen Dienst auf der Innenseite meiner Augen mache. Und Daniel fährt dann quasi in den Sonnenaufgang. Das ist eigentlich auch mit einer der schönsten Tageszeiten, wenn man mal ehrlich ist. Es ist jetzt aktuell 1.08 Uhr morgens. Und ich kann noch 2 Stunden 13 fahren. Und ich melde mich dann auch dementsprechend später bei euch wieder. Also, bin ja hauen. Moin Leute. So, es ist jetzt 3.28 Uhr. Und ich melde mich nochmal zurück bei euch. Denn
Meine erste Schicht ist jetzt durch. Jetzt mache ich gleich Daniel wach. Und dann ist er gleich dran mit Fahren. Aber immer mit der Ruhe, ne? Wir machen das immer so, dass derjenige dann ganz in Ruhe wach werden darf. Sich erstmal noch ein bisschen auf Touren kommen und dann geht's los. Also bis gleich. Was macht denn Klaus Bärbel eigentlich? Der chillt da auch nur rum, wisst ihr Bescheid. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen kann man ja jetzt schon fast sagen, hä? Ach, Leute. Acht Uhr sieben. Der Daniel ist fertig mit seiner Schicht. Ist gerade einmal auf der Toilette Pipi machen. Und sobald er wieder da ist, können wir dann auch schon fast weiterfahren. Jetzt wird es aber auch Zeit für ein bisschen Frist zum Frühstück. Na? Und dementsprechend werde ich mir jetzt erstmal ein bisschen was gönnen. Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Die Möhrchen ist die Möhrchen. Marihuana ist nicht gut. Marihuana ist nicht gut. So, also. Leute, wir haben noch 837 Kilometer. Das ist eine ganze Menge. Ankunftszeit ist jetzt bei 18.49 Uhr. Was ja voll normal ist. Denn wie gesagt, beim Tauschen, da lassen wir uns immer gerne ein bisschen Zeit. Schließlich sind wir auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Und wir sind jetzt, lass mich mal gucken. Kann ich gleich sagen, wo wir sind. Oh, kurz vor Passau. Naja, ist der Kollege wieder gut durchgekommen. Sehr gut sogar. Perfekt. Also wir werden gleich fahren über Linz, beziehungsweise über Wels. Wels dann runter. Die A9 über Graz. Und dann bei Maribor über die Grenze. Um dann bei Gornje-Macelje über die Grenze Richtung Zagreb zu fahren. Dann sind wir nämlich schon in Kroatien. Und das ist auch gut so. Warten mal kurz auf den Daniel und dann interviewen wir den mal. Dann kann der mal mit euch ein bisschen reden. Ich werde mir jetzt noch ein paar Möhrchen reinhauen. Ah, guck mal, da ist er. Guckt euch das an. Der Mann aus der Kaffeewerbung ist da. Ey, vielen, vielen Dank, Großer. Milchkaffee, ne? Danke dir. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Das ist doch ein feiner Kerl, oder? Ist das ein feiner Kerl? Das ist ein feiner Kerl, hör mal. Da kann ich selber nicht entscheiden, das wäre egoistisch. Herrlich. So gehört sie das. Übrigens, ihr seht es ja, Klaus Bärbel ist... Das ist wieder Klaus Bärbel seine Woche. Da hat der richtig Bock drauf. Der hat sich's gemütlich gemacht, da hinten bei mir auf dem Bett. Na? Da ganz lässig in Metropa-Stellung, ne? Wie so ein Ola-Manta-Fahrer. Und
Haben wir Bock? Ja, wir haben Bock. Haben wir Bock. Was wir gleich machen müssen, ist CMS schreiben. Ja, können wir schon mal. Ja. Wir brauchen mindestens einen für den ersten Kunden. Das genau. Können wir am Feierabend schreiben. Genau. Es geht nämlich darum, dass wenn wir international fahren, brauchen wir einen internationalen Frachtbrief. Und der heißt CMR. Unter dem CMR verbirgt sich eigentlich viel mehr, weil das eigentlich ein Abkommen ist, ja. Was ich glaube vor 1960 oder so irgendwann mal geschlossen wurde. Das ist ein EU-Abkommen, halt. Ja, übelst alt. Und ursprünglich ist unter dem CMR auch geregelt, dass der LKW-Fahrer im CMR auch nicht abladen darf. Dass das Entladen durch den Kunden zu geschehen hat. Mal jetzt lachen oder gleich? Ja, nee, ist klar. Bescheid, ne? Leute, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Ich esse ein paar Möhrchen. Und Daniel möchte sich jetzt bestimmt auch mal ein kleines Frühstück machen. Und dann melden wir uns gleich wieder. Na, wie gesagt, ihr seid diese Woche bei jedem bisschen quasi mit dabei. Das Video, ich hoffe, ihr habt euch genug Nahrungsmittel besorgt und habt im Supermarkt das Klopapier leer gekauft, denn ihr werdet eine Weile vor dem Fernseher sitzen oder vor dem Laptop oder vor dem Handy. Das kann ich euch so schon mal verraten. Diesmal wird das kein Kurzvideo, das wird eher Marathon. Na? Also bis gleich. Herrlich. So, Freunde. Wir fahren jetzt über den Inn. Vor uns geht schon wieder hier, da steppt schon wieder der Bär. Die ist aber gesunken zuletzt. Ja? Hm. Wobei der hat relativ hohen Pegelstand aktuell. Ja, die ist noch hoch, aber die wollen jetzt noch ein Stück höher. Ja. Das 20 zählt für da. Ja. Oh, guckt euch das mal an. Sweetheart. Sweet Cherry. ja, also Leute. Guck mal da. Das war ein Leclerc-Panzer. Ein französischer Kampfpanzer. Da steht ein Kampf eingepackt. Mhm. Ja, das hier ist der Grenzübergang bei Passau quasi nach Österreich rein. Das wollte ich euch natürlich auch mal zeigen, denn wir haben jetzt für den heutigen Tag, war das jetzt unsere erste Ländergrenze, aber nicht die letzte. Das können wir euch schon mal verraten. Also wir werden im besten Fall werden wir heute noch über zwei Grenzen fahren. Und zwar nach Slowenien, also Österreich-Slowenien und Slowenien-Kroatien. Ja, die haben es heute jetzt alle nicht ganz so eilig, deswegen werden wir hier so ein bisschen ausgebremst. Aber das regeln wir gleich im Westerfeld-Style, denn jetzt ist noch kein Überholverbot. So, denn da kommt gleich ein Schild, was viele LKW-Fahrer kennen. Und auf diesem Schild steht drauf, ich glaube 35, 37 Kilometer Überholverbot für LKW. Und nee, da wollen wir doch vorher lieber noch die Lücke nutzen, die wir haben. Ne? Den nehmen wir da vorne auch noch mit. Wir sind deutlich schneller. Das mag man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so erkennen. Aber wir haben da richtig Überschuss. So. Gut. Dann haben wir nämlich gleich erstmal ein bisschen freie Fahrt und müssen uns nicht ärgern, dass wir nachher mit 75 auf einer Autobahn anderen LKWs hinterherfahren, die sie mich nicht hinkriegen, dann ihren Abstand zu regeln und dann den sogenannten Ziehharmonika-Effekt hervorrufen. Der Ziehharmonika-Effekt ist nichts anderes, als vorne ist einer relativ langsam am Fahren. Dahinter ist einer, der traut sich zwar nicht zu überholen, aber der glaubt, er könnte Druck machen, indem er immer mal wieder auffährt ganz dicht und sich dann fallen lässt. Der dahinter fährt vielleicht schon im Tempomaten, im Abstandstempomaten, das heißt, der vor ihm zieht dann weg. Der Tempomat reagiert ein bisschen träger, zieht dann voll hoch und bremst dann kurz vor ihm dann wieder voll ein. So im Scania-Stil zum Beispiel, die haben das voll drauf. Die fahren dann auf und bremsen dann rabiat ab.
Und wenn ihr das euch jetzt durchspielt auf 6, 7, 8, 10, 12 LKW-Längen, dann macht das keinen Spaß mehr. Der letzte Ball rückwärts. Ne? Genau, der letzte fährt tatsächlich so, wie Daniel sagt, fast rückwärts. Und dementsprechend überholt, solange ihr noch könnt, diese Kolonnen. Weil diese Kolonnen bilden sich halt an so Grenzübergängen, wo dann einmal kurz eine Tempobeschränkung drin ist auf 60 oder was. Da fahren die sich alle gegenseitig auf, ganz dicht. Und bis sich das entwirrt hat, das dauert ewig. Ja, so, es sind noch 809 Kilometer. Das kriegen wir ja locker hin. Ich habe heute gelenkt 4 Stunden 45. Daniel hat so um die 4 Stunden 15 oder was, ne? Jo. Genau, das heißt, ja Leute, wir sind jetzt quasi seit 9 Stunden am, also wir haben 9 Stunden Fahrzeit weg. Wir sind ja schon länger als 9 Stunden unterwegs. Weil wir waren ja auch noch aufsatteln und so. Das frisst halt auch alles so ein bisschen Zeit. Und das ist auch gut so. Ja, ohne Sonnenblende fehlt dem XG Plus ein bisschen was. Sieht komisch aus. Ja, er hat so ein bisschen Conehead. Sieht so ein bisschen, ich will das Wort Neandertaler nicht in den Mund nehmen, weil man das immer so negativ auffasst. Aber die hatten auch so eine riesen Stirnwulst. Er wirkt halt nackig. Ja, genau. Er ist nackig. Hat der Daniel richtig erkannt, hör mal. So. Wir werden nachher mal ein paar schöne Landschaftsaufnahmen machen. Diesen Teil der Strecke habt ihr aber letzte Woche schon gesehen, glaube ich. Und dementsprechend sage ich bis später. Wir sind jetzt übrigens auf der Innkreisautobahn. Das ist die A8 E56. Rinjahauen. So, Freunde, ich melde mich nochmal zurück bei euch. Also ich habe noch 38 Minuten zu fahren. Und wir fahren hier gerade von dem Parkplatz runter. Und ihr wundert euch jetzt bestimmt und denkt euch, warum habt ihr noch nicht getauscht? Ja, weil wir versuchen unsere Zeiten ja schon auszufahren heute, ne? Damit wir nachher nicht noch hier für dieses gestückelte, du hast da noch eine halbe Stunde, kannst noch eine halbe und du hast noch eine Viertelstunde, kannst auch noch eine Viertelstunde fahren. Haben wir gar keinen Bock drauf. Warum bin ich auf diesem Parkplatz hier in Österreich, kurz vor der slowenischen Grenze? Also ich habe jetzt gerade nochmal, und das rate ich immer jedem LKW-Fahrer, alles nochmal durchgecheckt. Habe ich alle Genehmigungen dabei? Habe ich das Bargeld dabei? Ne? Denn, jetzt fragt ihr euch, Genehmigung? Ja, wir haben ja eine EU-Lizenz, die ist aber für Montenegro nichts. Da kannst du damit nichts anfangen, denn Montenegro ist halt kein EU-Staat, Montenegro ist ein Drittstaat. Auch wenn die dort den Euro haben, obwohl sie nicht zur Europäischen Union gehören. Das hat ein anderes Thema, das kann ich euch gleich auch noch erklären. Also, wenn man in einen Staat wie Montenegro rein will, dann geht das nicht mit der EU-Lizenz. Dafür braucht man dann eine ZEMT-Genehmigung. Na? Das ist für Drittstaaten. Willst du zum Beispiel von Deutschland aus nach Russland fahren? ZEMT-Genehmigung nötig. Na? Da kriegst du dann ein Kani, so nennt sich das. Ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Fahrtenbuch. Was man den an der EU-Außengrenze zu Montenegro dann zeigen muss. Alle Transporte innerhalb der EU werden davon nicht betroffen. Das heißt, die müssen auch nicht dort eingetragen werden in dieses Carnet. Denn diese ZEMT-Genehmigung oder beziehungsweise dieses Carnet ist quasi nur für diesen einen Kunden, den wir in Montenegro haben. Da wir dann mit 4, irgendwas Kubik die EU verlassen, müssen wir das auch dementsprechend deklarieren, anmelden und Co. Und deswegen bin ich jetzt gerade nochmal auf Nummer sicher gegangen, stehen geblieben, alles gecheckt, alles ist richtig eingetragen, Kilometerstände sind drin und. Das ist nämlich, wie gesagt, sehr wichtig. Sonst habt ihr wieder das Problem, dann steht ihr an der Grenze. Ihr habt das noch nicht gesehen, mir ist es schon das ein oder andere Mal passiert. Und gerade an der Grenze Rumänien-Ungarn. Ja, dann heißt es dann, oh, Chef, Problem. Wo ist Genehmigung das? Oh. Und dann zeigen sie ein berühmtes Fingerzeichen. Genau. Das bedeutet, leg mal bitte 20 Euro in die Papiere und alles ist gut. Und die 20 Euro, die kann man sich ja sparen, wenn man alles ordnungsgemäß hat. Es heißt aber nicht, dass man sich die auf jeden Fall sparen kann, wenn man alles ordnungsgemäß hat. Es heißt nur, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 20, 30, 40 Euro dabei steuern müssen, ist geringer.
Möbelkutschers Nähkästchen. Ich habe das mal gehabt, da bin ich von Rumänien aus zurückgekommen. Und an der Grenze nach Ungarn standen die da, haben die ganzen Papiere gekriegt und wollten das alles checken. Und dann sehe ich, wie er ganz offensichtlich, also wirklich vor meinen Augen, den Fahrzeugschein vom Auflieger nimmt und bei sich in die Hosentasche hinten im Gesäß reinsteckt. Und dann sagt er, oh Chef, Problem, wo Papiere, Trailer? Ja, genau. Dann frage ich quasi Skoika, also wie viel? Und dann sagt er, Moment, mach auf, Beifahrertür. Und dann setzte er sich auf die Beifahrertür und dann haben wir unterm Armaturenbrett 20 Euro durchgeschoben für ihn. Ne? Damit ihr euch das schon mal so ungefähr vorstellen könnt. Und jetzt sind wir hier an der Grenze nach Slowenien. Ich kann eigentlich auch hier durch, ne? Obwohl nur PKWs ausgeschildert war. Ist egal, wir fahren jetzt hier durch. Ja, ist ja auch keine Kontrolle. Ja, und uns bohren auch hier durch. Ja. Und das machen wir einfach mal nach Prinzip. Wenn der das kann, können wir das auch. So Leute, herzlich willkommen in Slowenien. Einem schönen, kleinen, schnuckligen Land. Wir sind das hier ist übrigens der Grenzübergang bei Maribor. Also Maribor ist die nächstgrößere Stadt hier in Slowenien. Steht dort da vorne schon ausgeschildert, ne? Maribor, Ljubljana. Unser Mautgerät, was wir da vorne in der Scheibe drin haben, das lässt uns auch hier bezahlen. Sollte es zumindest. Denn im Augenblick blinkt es gelb. Gelb heißt kein Dienst. Das gucken wir gleich mal. Ach, da tun sich gerade Probleme auf, Leute. Service nicht aktiv. Nicht gebucht. So. Oder aktiviert. Service nicht gebucht oder aktiviert. Also, wir machen gleich mal Folgendes. Wir werden an der nächsten Tankstelle stehen bleiben. Ich werde vorher mal unseren Kollegen Nico im Büro anrufen. Weil ihn hatte ich extra nochmal kontaktiert und er sagte, ja, das können die Geräte. Und dementsprechend bin ich jetzt hier nicht an der Grenze zur Vignettenstation, wo man auch so ein kleines Mautgerät kriegen kann, sondern bin durchgefahren. Habe mich quasi drauf verlassen, ne? Weil das ist nicht so ist. Das siehst du jetzt auch erst hier auf der Autobahn. Allerdings ist es eigentlich auch so, dass ich weiß gar nicht, ob die Autobahn überhaupt Maut hat. Ich glaube nicht. Weil die hatten früher hier in Slowenien auch so Mautstationen wie in Frankreich. Wo du dann mit Karte bezahlt hast. Und dann kam dieser Telepass. Und das hat dann auch gepiept, wenn du in diese Mautstation durchgefahren bist. Dann ging die Schranke hoch. Aber wie gesagt, wir werden gleich mal auf die nächste Tankstelle fahren. Die kommt in 6,7 Kilometer. Da werde ich dieses Problem mal mit meinem Büro erläutern und abarbeiten. Und dann schauen wir mal, wie wir dann verfahren, okay? Ja, das hat mir jetzt gerade die Lust so ein bisschen am Reden versauert. Aber es ist nicht schlimm. Wie gesagt, Slowenien ist ein wunderschönes Land. Wir werden euch da ein bisschen was von zeigen. Den Grenzübergang habt ihr jetzt schon mal gesehen. Ist viel wert. Und ja, ich möchte euch nochmal was Schönes zeigen. Und zwar seht ihr da unten unser Durchschnittsverbrauch auf die letzten 500 Kilometer. Wohlgemerkt, der Wagen ist voll. Mit Möbeln 16,7 Liter. Kann man mal machen. Freut sich der Chef. Und das, obwohl wir nicht langsam fahren. Ja, ich fahre da gerade 96, es geht bergab. Ich weiß. Wir machen uns nichts daraus. Der Wagen überrollt von ganz alleine die 90, auf die er eingestellt ist. Das ist nämlich ökonomisch auch okay. Gut, ich melde mich später nochmal. Bis gleich. So, Freunde, dieses Mautgerät da unten, das funktioniert leider doch nicht für Slowenien, noch nicht. Es ist geplant für 2024, aber sie haben es noch nicht geschafft. Dafür haben wir jetzt diese Lösung. Eine kleine Go-Box, ihr seht, drei Achsen sind am Aufleuchten, alles richtig eingestellt. Ich habe schon die Halterung festgeklebt, jetzt machen wir Folgendes und schieben das Ding einfach so da rein.
Und dann Slowenien, Norwegen und der ganze Rest. War der freundlich? Absolut nicht. Nee. Also wir hatten da wieder mal einen Tankstellenmitarbeiter. Ich habe dieses Erlebnis schon sehr oft gehabt, wenn du eine Mautbox haben willst. Das ist ein bisschen aufwendiger als einfach piep und sagen, wie viel Geld du haben willst. Da reagieren manche von diesen Tankstellen, wie nennt man sie? Wärter, Tankstellenwärter. Ja, von diesem Personal sehr, sehr negativ. Der war so unfreundlich, also wirklich so unfreundlich. Ich gehe immer freundlich auf Menschen drauf zu, ihr kennt mich. Aber der meinte gleich so, mich anpumpen zu müssen und hin und her, boah. Zum Glück kam sein Kollege, der spricht auch offiziell Deutsch. Wobei ich sicher bin, dass auch der andere Kollege auch Deutsch kann. Der wollte aber nur Englisch reden. Egal. Kleiner Fun Fact, hier in Slowenien sprechen sehr, sehr, sehr viele Menschen Deutsch. Na? Aber egal. Wir fahren jetzt weiter. Und hoffen, dass es Piep macht. Weil wenn es bei uns piept, dann piept es richtig. Piep. Oh, guck mal hier. Klaus Bärbel ist müde geworden. Das war doch ein bisschen lang. Jetzt sind wir lange unterwegs. Ja. Egal, wir fahren jetzt weiter. Ja, ganz viel Papierkram gibt es da auch dabei. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das muss ich jetzt natürlich noch einsortieren alles. Und dann geht das seinen Gang. So, Freunde. Wir sind jetzt wieder ein paar Minuten unterwegs und ich habe jetzt noch eine Stunde 29, die ich fahren kann. Dann sind meine 10 Stunden für heute voll. Bis zum Kunden schaffen wir es heute nicht. War ja auch gar nicht so unser Ziel. Wir halten uns jetzt erstmal ganz, ganz einfach Richtung Zagreb. Zagreb, Hauptstadt von Kroatien. Und auf dem Weg werden wir auch durch Ljubljana durchkommen. Das ist die Hauptstadt von Slowenien. Beziehungsweise dran vorbei am Autobahnring. Slowenien selber ist ein kleines, aber doch recht schönes Land. Jetzt hat sie vorne gepiept, hast du gehört. Und ja, was schön gemacht ist, das ist in fast allen osteuropäischen Staaten, dass auf dem Boden immer auch zusätzlich die Markierung für deine Richtung ist. Dass du immer weißt, deine Spur führt jetzt wirklich nach Ljubljana und nach Kroatien. Na? Das ist in der Slowakei zum Beispiel ganz genauso. Na? So. Und wie fühlst du dich das erste Mal hier in Slowenien? Ja gut, wie soll man sich denn fühlen? Ist doch schön hier. Ist schön hier, sagt er. Ja, ist es auch. Ist wirklich ein schönes Land. Und es wird noch schöner, wenn wir dann erstmal nach Kroatien reinkommen. Du sagst mich überrascht. Ja. Herrlich. Ich werde jetzt den Kollegen da vorne einfach erstmal im Abstand hinterherfahren. Offizielle Geschwindigkeit hier in Slowenien ist 80. Natürlich wird man jetzt nicht direkt erschossen oder kriegt ein Nagelbrett vor den Reifen geworfen, wenn man 85 oder 86 fährt. Das sollte auch jedem klar sein. Aber grundsätzlich gilt, wir wollen uns ja nicht unbeliebt machen. Und da wir keinen Zeitdruck haben, müssen wir jetzt hier auch nicht rasen, sondern ballern den einfach mal hinterher. Ja, der fährt auch gerade akkurat seine 94. Deswegen habe ich gerade einen Joke gesagt. Von daher alles gut. So Leute, ich sag mal bis später. Ich mache nachher nochmal die Kamerade an, um landschaftliche Aufnahmen für euch anzufertigen. Und dann sehen wir uns spätestens, allerspätestens, hören wir uns beim Grenzübergang nach Kroatien wieder. Okay? Rinje hauen und bis dann. Piep. Wisst ihr Bescheid. So Leute, herzlich willkommen in Kroatien. Wir sind gerade schon einmal durch die Mautstation durch, haben unser Ticket gezogen. An der nächsten Mautstation werden wir dann das Ticket reinpacken und dann sagt er uns, wie viel wir bezahlen müssen. Das machen wir dann bar. So, jetzt gehe ich mal runter auf 85 hier mit dem Tempo. Weil wir sonst ein bisschen überrollen. Nee, das ist ein Regelwurf, wo uns aufgerufen sein. Ja. Ich glaube, dass wir am letzten Tag.
ehrlich. So. Also Slowenien, das ging wirklich sauschnell. Das war, keine Ahnung, nicht mal eine Dreiviertelstunde waren wir durch Slowenien durch. Na? Weil wir auch wirklich an einer der dünneren Stellen von Slowenien durchgefahren sind. Jetzt hat sein Handy gepingt, so nach dem Motto, herzlich willkommen in Kroatien. Es sind noch 443 Kilometer bis zu unserem ersten Kunden. Und was sagt er dir? Jetzt kommen wir in Kroatien. Ja. Jetzt kommt eine Rede noch. Ach, herrlich, Freunde. Worauf wir aufpassen müssen, ist, dass wir am besten unser Internet ausmachen, wenn wir nach Mazedonien, sag ich schon, nach Montenegro reinfahren. Weil Montenegro ist, also wir werden dann erstmal die SMS abwarten, aber normalerweise sollte das nicht mehr im Weltbereich 2 liegen, der halt ermäßigt ist, beziehungsweise diese keine Roaming-Gebühren hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Montenegro relativ teuer ist, wenn du da Internetverbindung hast. Deswegen würde ich dann jedem mal raten, einmal schnell die SMS abwarten, reingucken. Und wenn drin steht, dass erhebliche Kosten entstehen können oder dergleichen, irgendwas steht ja immer in dieser SMS drin, dann schaltet euer Datendingens aus. Weil wenn es wichtig ist, kann man auch miteinander telefonieren. Und wenn das dann halt mal ein bisschen was kostet, ist halb so wild. So. Ist ja schon schön hier, ne? Wenn wir erstmal runterkommen an die Adria-Küste. Alter, das wird so schick. Montenegro bin ich auch nicht drin. EU, Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz. Genau. Das heißt, Montenegro nehmen wir dann raus. Aber das ist ja auch nur der eine Tag, da fahren wir rein, entladen und fahren direkt wieder raus. Na, das werden wir auch mal ohne Internet überleben. Bin ich mir ziemlich sicher. Steinzeit. Ist das schön? Ich denke ja, ne? 10,7 Grad. Kann man sich mal geben, oder? Was sagst du, Daniel? Das ist so. Angenehm. Ja, für euch ist das jetzt natürlich eine Premiere. Weil wir sind jetzt zum ersten Mal gemeinsam auf diesem YouTube-Kanal in Kroatien. In Slowenien waren wir schon gemeinsam, zuletzt mit meinem Bruder Paul. In seiner Einarbeitungsphase. Ist eine ganze Weile her. Aber das Video ist auf jeden Fall noch online. Könnt ihr euch ja zur Not auch mal angucken. Oh, ich liebe ja Berge. Ich liebe auch die Küste. Und wir werden beides kriegen. Und das zu Genüge heute. Wunderbar. So, jetzt ist hier 60 angesagt. Hier ist wieder. Okay. Und da ist wieder 60. Ja. Wir spielen jetzt mal das Geschwindigkeitsroulette. 60, 80, 60, 80. Ja, ist halt Baustelle. So, Freunde, einfach nur, weil es für euch schöner anzugucken ist, mache ich gleich die Kamera wieder auf Aufnahme. Nee, die haben vergessen, die Brücke hier zu machen. Und wir hören und sehen uns dann später wieder. Dementsprechend, bis später. Boah, ist das schön hier, ey. Die haben vergessen, die Brücke zu bauen, deswegen müssen wir hier. Weil du siehst, wo die Brücke hergehen sollte. Oder das war nochmal eine alte. Die hier ist bestimmt neuer. Ja, so ist das im Leben. Jetzt können wir wieder 80 fahren. Okay, Leute, bis später. Herrlich.
So Leute, Mordstation erreicht. Und hier werden wir Cash bezahlen. Steht auch da schon auf dem Schild dran. Wie viel? Von 7,70 Euro bis 30,10 Euro ist jetzt alles möglich. Aber wir werden es ja gleich sehen. So, ich mache mal kurz aus, weil da jemand drin sitzt. So Leute, was haben wir jetzt bezahlt? 20 Euro oder was waren das? 15,70 Euro. Oder 15,70. Genau. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Der einzige Preis, der nicht auf der Tafel stand. Jo, egal. Auf jeden Fall haben wir nicht wirklich gesprochen mit ihm. Er hat einfach nur Geld angenommen und das war's. Ich bin mir sicher, wenn ich ihn verklickert hätte, dass wir nur eine Achse aber auf dem Trailer haben, wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger gewesen. Aber der saß so tief unten, mit dem sich zu unterhalten, war ein Ding der Unmöglichkeit. Und man will ja den Verkehr da auch nicht unnütz aufhalten. Das kommt auch noch dazu. Ja, nee, also das kann sein. Ach, herrlich. So, in 12 Kilometern kommt ein Rasthof. Da werden wir runterfahren und tauschen. Und dann ist Daniel nochmal dran. Fährt nochmal ein bisschen. Ich würde sagen, so auf, keine Ahnung, so um die 100 Kilometer an den Kunden ran oder so. Und dann machen wir heute Feierabend. Es ist jetzt 15 Uhr. Ja. Ich würde sagen, wenn du gleich nochmal so 3 Stunden fährst oder so, dann reicht das. Ja. Und dann melde ich mich auch gleich wieder. Er sagt, tägliche Lenkzeit 9 Stunden 45. Genau, 10 Stunden darf ich. Aber wie gesagt, 11 Kilometer, das kriegen wir in meiner Fahrzeit noch locker hin. Bis gleich. So, Freunde. Daniel sitzt wieder am Steuer und wir hatten gerade eine Begegnung der dritten Art. Also direkt vor uns parkte ein SUV mit Beamten und die sind nicht ausgestiegen, die haben uns nichts gefragt, gar nichts. Die haben aber unseren Tacho ausgelesen, das konnte man sehen, vom Laptop aus. Haben uns wahrscheinlich einmal abgecheckt, ob alles okay ist und sind dann ein Stück zurückgefahren. Ich stand schon draußen, weil wir wechseln wollten, haben sie mir einen Daumen hoch gezeigt und alles war gut. Aber so viel einmal zum Thema Kontrolldruck in den unterschiedlichen Ländern. Wir sind jetzt heute hier reingefahren, sind, keine Ahnung, noch nicht mal anderthalb Stunden im Land und dann schon quasi die erste Kontrolle erlebt. Ja, ich bin in Deutschland quasi noch nie von der Polizei kontrolliert worden. Ja, kann sich also jetzt jeder selber denken, was hier Phase ist. Ich werde mir jetzt gleich erstmal ein bisschen Ibuprofen in den Kopf hauen, denn ich habe echt Kopfschmerzen bekommen. Das kann auch daran liegen, dass ich einfach müde bin. Schauen wir mal. Der Daniel wird jetzt noch eine Runde fahren und dann hören wir uns später wieder. Alles klar? Rinje hauen! Freunde! So, der Daniel hat noch eine Stunde 40 knapp und ich wollte euch mal so einen kleinen Einblick in die Landschaft hier mitgeben. Also was man wirklich sagen muss, dass auch dieser Teil von Kroatien schon wunderschön ist. Also gerade wenn man ein bisschen was für Berge und Landschaft im Allgemeinen übrig hat, ist das hier echt was für die Seele. Kann man gar nicht anders sagen. Klar, Deutschland hat auch schöne Ecken. Der Rest von Europa allerdings auch. Das muss man ganz klar so sagen. Und der größte Vorteil am Rest von Europa ist, dass man halt meistens nicht so viele
ja, zerstörte Landschaft hat. Also hier ist viel, viel mehr völlig naturbelassen. Klar, jetzt schlängelt sich hier eine Autobahn mitten durch die Natur. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber ich meine, guckt euch das mal ringsrum an. Hier sind Wälder, soweit man guckt. Das ist der absolute Hammer. Ja. Ich will ja Deutschland nicht schlecht reden, darum geht's nicht. Aber ich möchte einmal, dass man so ein bisschen den Eindruck kriegt, da hinten. Jetzt kommt noch langsam der Sonnenuntergang, ne? Habe ich gerade auch schon ein paar schöne Fotos von gemacht. Das ist einfach der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Wenn wir gleich Feierabend machen, haben wir hoffentlich noch ein bisschen Licht. Dann werden wir von außen mal ein paar Aufnahmen machen. Ich werde dann auch den Daniel auf jeden Fall heute noch mal interviewen. Auch wenn er da wahrscheinlich gar keinen Bock mehr drauf hat. Weil er bestimmt müde sein wird, genauso wie ich. Aber ich erzähle euch immer hier ein und ich glaube, der Daniel hat bestimmt auch seine ganz eigene Sicht auf die Dinge, von denen er euch bestimmt auch mal ein bisschen was erzählen kann. Weil für ihn ist das natürlich nochmal alles eine ganz andere Nummer. Ich bin schon viel, viel durch Europa unterwegs gewesen, eher noch nicht ganz so viel. Und dementsprechend wirkt das hier wahrscheinlich auf ihn einfach nochmal ganz ein Stück anders. Ja, Luca von Live for Trucking habe ich auch schon angeschrieben heute. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir auf dem Rückweg in Zadar uns dann noch einmal mit ihm treffen. Er lebt ja in Zadar, direkt auch an der Adria. Und ja, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir uns nochmal treffen. Kann eine Kleinigkeit essen gehen oder so gemeinsam. Würde mich auf jeden Fall freuen, ihn mal persönlich kennenzulernen, weil ich glaube, dass er einfach ein richtig feiner Kerl ist. Er hat ja wirklich seine ganz eigene Sicht auf die Welt. Und die teile ich in weiten Teilen. Guckt euch das an hier. Kannst ja gar nicht anders sagen als genial. Ja, das ist ja wunderbar hier. Ja, ich mache jetzt gleich die andere Kamera nochmal an, damit wir so ein bisschen Landschaft mit reinkriegen und vor allen Dingen auch die Farben durch die Wolken und so. Das ist einfach unglaublich. Und melde mich dann später nochmal bei euch wieder. Aber es ist erst Montag. Es ist erst der erste Tag unserer Reise und was uns heute schon geboten wurde, ist es auch wert, mal wirklich 21. Genau. Es ist es einfach mal wert, 21 Stunden durchzumachen. Kann man gar nicht anders sagen. Ja, ich weiß, viele Leute würden sagen, oh mein Gott, das kann man nicht machen und hin und her. Doch. Man muss immer den Lohn der Arbeit sehen. Und der Lohn der Arbeit für Menschen wie uns, die diesen Job so lieben, der ist nicht in Geld zu beziffern, sondern der beziffert sich in ganz, ganz, ganz anderen Dingen. Boah, unglaublich, ey. Unglaublich schön. I love it. Kann ich gar nicht anders sagen, Leute. Herrlich. Wenn man da noch einen Blick für hat, dann ist das hier ganz, ganz viel wert. So, und jetzt sage ich bis später, mache euch die andere Kamera an und versuche euch da auch mal ein bisschen Landschaft mit einzufangen. Bis später.
Das ist so jetzt der erste ernstzunehmende Versuch, Plätze für die Nacht zu nehmen. Es waren ganz, ganz viele Parkplätze auf dem Weg hierhin, also ganz normale, ja, so wilde Parkplätze nenne ich das immer. Und die waren uns einfach zu leer. Ihr kennt meine Einstellung, leere Parkplätze sind nie ein gutes Zeichen. Also entweder ist die Autobahn völlig überbaut mit Parkplätzen, also mehr als nötig. Oder aber das sind Parkplätze, wo ganz gerne mal eingebrochen und geklaut wird oder so eine Scheiße. Und da haben wir natürlich keinen Bock drauf. Ne? Das hier allerdings, das ist sehr gut beleuchtet. Das macht an sich schon mal ein gutes Gefühl. Und ich denke auch, dass wir dann hier stehen bleiben werden. Ja. Das fühlt sich irgendwie richtig an. Würde ich jetzt mal so behaupten. Größten Parkplätze haben sie aber nicht. Die stehen ja alle drüber. Ja. Ihr seht es ja, da vorne stehen ein paar LKWs. Das sind auch irgendwie keine richtigen LKW-Lücken, aber ach, wer weiß. Ich stelle uns jetzt hier hin. Und werden dann gleich mal gemeinsam rausgehen, uns die Sachlage hier einmal angucken und dann schauen wir mal. Ah, Daniel versucht hier noch so ein bisschen auszurichten und perfekt zu machen. Immer. So, jetzt können wir, glaube ich, aber vorne noch ein Stück ablassen, ne? Ja, der weiß schon, wie der Hase läuft. Ja, da vorne direkt erstmal das Auto auf den Boden der Tatsachen runtergeholt. Und was ich damit meine, das werde ich euch gleich von außen zeigen. Halt uns auch nicht hier. Aber was wolltest du eben gucken? Du kannst ruhig abmelden. Kann ich? Ja. Wir können ja keine LKWs herzaubern. Kannst ja gucken, ob du noch ein bisschen zurück willst. Aber so auf den ersten Blick sieht das gut aus. Fahren wir nochmal hin zurück. Der Auflieger dann gerade steht und dann ist man noch am Morgen auch zufrieden. Ja, so sieht es gut aus. Ja. Dann machen wir uns gleich Feierabend fertig, werden dann noch mal was essen. Enteland. Jo. Enteland. Enteland ist immer gut. Enteland. Mhm. Okay, wie gesagt, ich ziehe mal mein Jöckchen über und dann gehe ich nochmal raus. Bis gleich. So Leute, Feierabend, mitten in Kroatien, so, herrlich, so Moki dat, das sieht schon mal sehr gut aus, da kann man was mit anfangen. Wie gesagt, der Parkplatz ist gut beleuchtet, auch wenn nicht sehr voll, aber wir haben keinen einzigen richtig vollen Parkplatz hier gesehen. Also in ganz Kroatien noch nicht. Das ist schon strange. Hast du schon irgendwo einen vollen Parkplatz hier gesehen? Nee, ich auch nicht. Guck mal, die Gegenseite, da stehen zwei. Ja, das ist alles leer. Als ob die hier gerade im Streik sind oder so. Ich weiß es nicht. Hier sind nämlich die ab. Warum so tief? Show-Effekt. Genau, Show-Effekt. Show-Effekt. So tief muss so ein Auto sein, ne? Gut, Leute, wie gesagt, es geht jetzt gleich nochmal rein auf Toilette. Ich muss noch mein Portemonnaie rausholen, das habe ich gerade vergessen. Und dann können wir nochmal pinkeln gehen. Und dann machen wir uns was zu essen und dann geht's ins Bett. Ne? Also bis gleich. So Leute, wir haben Feierabend. Und normalerweise kriegt ihr vom Feierabend ja auch nicht ganz so viel mit. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Wir werden jetzt nämlich gleich erstmal dinieren, ne? Auf jeden Fall braucht Daniel gleich die Mikrowelle. Die ist da oben im Stauffach drin. Und die macht er sich gleich startklar. Dann mache ich nochmal den Motor an. Ich denke mal, das wird auch keinen stören. Ist noch keiner mit geschlossenen Gardinen und um uns rum. Ist eh niemand. Plus 3 freie Fahrgruppen bis zum nächsten. Das ist einfach der Hammer, wie wenig hier los ist. Aber okay, dafür müssen wir morgen wahrscheinlich zweimal gründlicher bei der Abfahrtkontrolle.
vorsichtshalber, einfach nur so, wie gesagt, ich denke fast, dass hier so wenig los ist, weil das halt eine Mautstraße ist. Mautstraßen sind relativ teuer in Kroatien und dass deswegen auch relativ wenig los ist. Es ist auch generell war auf der Autobahn so viel nichts los. Also von, ja, von daher, gut, wie gesagt, ich mache jetzt meinen Salat hier gleich fertig. Daniel macht sich die Mikrowelle fertig und dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. So, Freunde. Na, Daniel? Ja? Wieder ein paar Punkte mehr auf der Karma-Bank, hä? Ja, sowas von. Meine Kohle hat sich geopfert. Ja. Leute, ihr wisst doch gar nicht warum, ne? Neben uns hat gerade ein MAN gestanden, ein TGX. Und der wollte wieder losfahren. Der hat gar nicht lange gestanden neben uns, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Der wollte wieder losfahren und seine Batterie ist platt gewesen. Und habe ich natürlich sofort gefragt, ob er ein Kabel hat und dann wegen Überbrücken, dass wir ihn dann überbrücken können. Und er hatte zum Glück ein Kabel dabei, wenn auch mit 2,5 Metern für LKW-Bereich sehr, sehr kurz. Und dünn war es vom Querschnitt auch, aber das Wichtige ist, er rollt jetzt wieder. So, das gehört sich einfach so. Auch wenn wir uns gegenseitig nicht verstehen, weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Oh, eine Schuhe richtig rein. Können wir uns ja trotzdem unterstützen. Ne? Das ist so. Ganz genau. Der hat sich gefreut wie Bolle und wollte uns natürlich auch diese obligatorischen 5 Euro in der Hand drücken. Und nee, das machen wir nicht. Wenn wir helfen, dann machen wir das für unser gutes Gefühl und nicht dafür, dass wir 5 Euro, die wir ganz dringend nicht nötig haben, von jemandem abstauben, der sie vielleicht ein bisschen nötiger haben könnte. Weiß man nicht. Man seinen Kollegen darauf, oder? Ganz genau. Und genau das, man will da ja auch, dass wenn wir mal dastehen und haben eine platte Batterie, dass ein anderer dann sagt, ey, komm, ich helfe dir gerade. Wir mussten ein bisschen rangieren, damit wir rankommen. Wie gesagt, 2,5 Meter Kabel ist sehr kurz. Aber das hat gut funktioniert. Ja, jetzt haben wir gegessen. Jetzt haben wir Hilfedienst geleistet. Mensch. Schön. Tja, und jetzt, das ist ein guter Tagesabschluss. Genau, und jetzt gehen wir in den gemütlichen Teil des Abends. Und da lassen wir euch raus. Also, bis morgen. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. So. Es ist mal wieder Zeit. Um genau zu sein, ist es 6 Uhr morgens. Jo, fahr doch mit noch mehr Umdrehungen hier vorbei. Und wir machen jetzt Abfahrtkontrolle. Wir haben noch knappe 200 Kilometer bis zu unserem Kunden. Und wie gesagt, es ist jetzt 6 Uhr morgens. Das heißt, wir werden uns gleich auf den Weg machen, um die letzten Kilometer zu fahren. So. So schaut's aus, ne? Herrlich. Gut. Ja, was soll ich euch sagen, ne? Wir haben herrlich geschlafen, alle beide. Und das auch mit 9 Stunden echt lang. Das war auch nötig. Wir haben jetzt eine 21-Stunden-Schicht gemacht gestern. Und ja, das ist schon Arbeit. Ne? Ist halt lange Zeit wach. Man war halt, bevor man in die Schicht startet, auch schon lange wach, weil man wacht ja nicht am Sonntagabend um 22 Uhr auf und denkt sich so, jetzt geht's los. Nee, man hat ja den Sonntag auch noch wach verbracht und dementsprechend ist man dann am Montagabend dann einfach irgendwann mal müde. Ne? So, hier haben wir noch einen Blick auf die Autobahn.
die nie wirklich voll ist, komischerweise. Aber naja, so, jetzt lassen wir Daniel erstmal aufstehen. Der ist nämlich gerade dabei. Ihr seht ja, Gardinen sind noch zu. Und sobald er soweit ist, geht es dann auch für uns wieder rein. Ich könnte ja jetzt auch schon reingehen, aber euch muss ich erstmal so lange auslassen. Bis gleich. Na, guck mal, Gardine geht schon auf. Schlafen, ey. Ja. Guten Morgen! Guten Morgen! So, Daniel sagte gerade ganz leise schon, oh, hab ich gut geschlafen. Und das freut mich wirklich sehr zu hören, Daniel! Ja, und wir haben Sie geschlafen. Ah, hervorragend! Bis auf diesen bescheuerten Traum, der gar keinen Sinn ergab und in Frankreich spielte und damit eigentlich schon automatisch Albtraum war. Aber gut. In Paris, um genau zu sein. Aber reden wir nicht drüber, denn wir sind nicht in Paris, wir sind in Kroatien. Oh, herrlich. So, angemeldet haben wir uns schon. Abfahrtkontrolle haben wir ja gemeinsam gemacht. Und dementsprechend können wir jetzt eigentlich wieder losreiten hier, ne? Ist doch wunderbar, oder? Kann man doch mal machen. Hör mal. Oh. Wie sieht es mit dem Diesel aus? Immer noch bei 99? 99%. Sehr gut. Ja, Leute. Wir reiten jetzt in den Sonnenaufgang, der sich schon ganz zaghaft ankündigt. Und das ist gut so. Wir haben noch wie viele Kilometer bis zum ersten? 179. Jetzt machen wir erstmal hier, einfach nur weil es wichtig ist, einmal die Beleuchtung an im Innenraum, weil das ist mir hier alle eine Spur zu dunkel. Besser, viel besser, alles klar. So, wir fahren los und ich melde mich dann später bei euch wieder. Rinje hauen.
Moin! Leute, ich melde mich, oder wir melden uns nochmal zurück, denn ja, wir befinden uns direkt hier bei Sada. Sada müsste da vorne am Meer liegen. Und ich habe gestern auch schon Kontakt aufgenommen mit Luca. Das heißt, Luca von Live for Trucking. Viele von euch kennen ihn natürlich. Das ist auch gut so. Und wenn wir es hinkriegen, werden wir auf dem Rückweg uns eventuell mit Luca treffen. Ja, jetzt gerade geht es nicht, weil wir sind jetzt auf dem Weg zu den Kunden. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Natürlich. Aber wenn wir es hinkriegen, treffen wir uns noch mit Luca. Diese Woche. Ja, was sagt ihr dazu? Ist das ein schönes Land oder ist das ein schönes Land? Ich weiß. Ja, ist ein schönes Land. Kann man ja gar nicht anders sagen. Einfach herrlich. Wir haben jetzt noch irgendwie 110 Kilometer oder so bis zum ersten Kunden. Ihr seht ja, da vorne bricht die Sonne langsam durch. Falls ihr das wahrnehmen könnt, da hinten sieht man am Berg, dass die Sonne langsam durchkommt. Angenehme neue Fahrt während der Fahrt. Und wenn die Sonne da hinten steht, das heißt, da ist Osten, dann wisst ihr, dass wir jetzt ganz grob Richtung Südost fahren. Ja. Also müsst ihr jetzt gleich rechts die Adria auftauchen. Ich hoffe gerade so ein bisschen, dass wenn wir jetzt über diesen Hügel kommen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, auf welchem Punkt man das sehen kann, aber ich glaube, das könnte der Hügel sein, dass wenn du über den Hügel kommst, dass du auf einmal die Adria sehen kannst. Möglich. Nee. Ist aber nicht schlimm. Es ist einfach herrlich hier zu fahren. Ich meine, ihr seht es ja selber, den Verkehr. Welcher Verkehr? Na? Unglaublich. Tja, wir haben seit gestern keine Maut mehr bezahlt. Also wir haben gestern noch ein Ticket gekriegt. Ich bin mir sicher, wenn wir gleich an eine Mautstation kommen, dann wollen die über 100 Euro von uns haben. Das kann gut sein. Ja, Maut kostet ja ein bisschen was mit dem LKW. Aber das ist halt einfach so, ne? Da hinten könnt ihr das vielleicht erahnen, da hinten ist Wasser. Und noch mehr Berge. Einfach genial. Naja, Leute, ich melde mich später nochmal wieder, bevor ich euch jetzt irgendwie langweile mit Dünnschiss. Das ist einfach genial hier, so wie sich das gehört. Gut, Rinjahauen. Ja, Leute, wir haben unseren ersten Kunden erreicht. Die Laderampen sind da drüben, da wo der gelbe Sattelschlepper dran steht mit dem weißen Aufleger, der nach uns gekommen ist. C'est la vie, so läuft es manchmal im Leben. Ne? Also wir warten jetzt seit einer Stunde 20. Genauso lange haben sie auch schon unsere Papiere. Klaus Bärbel ist auch schon gestresst. Es ist, wie es ist. Wir können es ja nicht ändern. Ne? Der Daniel, der muss sich dann noch dran gewöhnen hier. Dass man mal ab und zu so ein bisschen Wartezeit bei Möbelkunden. Das ist ja jetzt so falsch gesagt. Also Wartezeit kenne ich mich hier nur aus. Ja, und trotzdem kommst du dann noch nicht drauf klar. Und das müssen wir dir noch beibringen. Nö. Ja, siehste. Der schläft ja schon fast ein hier. Gibt's doch gar nicht. Ja, Wartezeit nutzt. Oh. Ja, wir können nichts anderes machen, als abwarten, dass wir angerufen werden. Und das passiert hoffentlich jetzt auch bald. Weil schließlich wollen ja über 50 Kubikmeter oder um die 50 Kubikmeter von uns haben. Und das wird ein bisschen dauern. Na, da kannst du ja jetzt nicht sagen, ob, ja, warte mal bis 2 oder so. Na, das wäre jetzt nicht so geil. Naja, wir werden es ja sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, erste Kunde erreicht. Wir waren 8:45 hier. 9 Uhr Termin. Jetzt ist es mittlerweile, ich gucke mal gerade auf mein Handy, 10.16 Uhr. Ja. 1,5 Stunden. Kann mal passieren. Naja, bis später.
So Leute, wir wollten euch ja so ein bisschen die ganze Woche mitnehmen. Und nachdem wir jetzt beim ersten abgeladen haben, weil das wohl zwei getrennte Shops sind, fahren wir jetzt jemanden vom roten Stuhl hinterher, vorne im Bulli. Und die Jungs eskortieren uns quasi zum Außenlager. Das ist das hier ganz offensichtlich. Guck mal, wer da steht. Da steht auch der rote Scania. Ja. Wenn ich es richtig sehe, werden die Jungs dann wahrscheinlich auch da beim Abladen dabei sein. Aber das werden wir gleich alles sehen. Jetzt nehmen wir euch erstmal noch ein Stück mit. Beim Abladen weiß ich nicht, ob wir es filmen. Es ist zwar der größte Kunde, aber es geht ja in dieser Tour hauptsächlich auch darum, euch das schöne Land zu zeigen und was man hier so als LKW-Fahrer erlebt oder erleben darf. Und da gehört das hier auf jeden Fall ganz fein nach vorne mit dazu, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So. So, jetzt bleibt man am besten einfach nur stehen, weil wer weiß, wo der mit dem Scania hin muss. Normalerweise so nach links raus, aber das ist sehr speziell gebaut. Sehr speziell gebaut. Aber wir werden es ja gleich sehen. Die werden uns mit Sicherheit gleich einweisen. Also, bis gleich. So, Freunde. Ach, war das eine schwere Geburt heute, ey. 1,5 Stunden gewartet. Dann erstmal bei dem einen abgeladen, 6, irgendwas Kubik. Und dann mussten wir zum Außenlager. Haben da abgeladen. Das ging auch nicht ganz so schnell. Das war nicht schlimm. Denn ja, die Jungs, die haben ja halt eine etwas ruhigere Seele, sagen wir es mal so. Sei ihm auch gegönnt. Und jetzt fahren wir gerade zum offiziell dritten Kunden. Da habe ich angerufen, das ist in so einem Shoppingcenter drin. Da sollen wir uns einfach melden und dann bin ich ja mal gespannt. Ja, das sind auch irgendwie nur 6 Kubik. 6,9 um genau zu sein, also fast 7. Das kriegen wir relativ zügig hin. Das sind 4 Kommissionen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So. Lass mal reingucken. Ja, eine Küche mit 6,2 Kubik und dann 3x Kundendienste. Das kriegen wir wohl locker hin. Oder? Was sagst du, Daniel? Das kriegen wir hin. Ja, Daniel hat heute nicht ganz so die beste Laune, leider. Weil das ging ihm alles ein bisschen zu langsam und die Leute haben ihn auch immer schon ein bisschen in die Hände reingefuscht und wollten es anders haben und am Ende hat es dann doch nicht gepasst, so wie die es haben wollten. Das ist halt manchmal so. Und da kommt der Daniel noch nicht so gut drauf, wenn ihm da jemand reinfuscht. Ne? Aber das gehört leider dazu. Leider. Gut, wie gesagt, wir haben jetzt noch, keine Ahnung, 16 Kilometer zu fahren oder so. Das reißen wir mal schnell ab. Ansonsten können wir über den heutigen Tag sagen, das Wetter ist hervorragend. Schlicht und ergreifend hervorragend. Die Gegend auch. Das ist schon schick hier, hä? Man hält's aus. Man hält's aus. Ja, ich muss mir noch irgendwas überlegen, wie ich nachher seine Laune wieder ein bisschen hochpushen kann. Vielleicht mache ich einen netten Bauchtanz für ihn oder so. Schreibt mal Hashtag Bauchtanz, wenn ihr wollt, dass ich ihn damit auflocker. Ob es ihm hilft? Ja, Jungs, das weiß ich nicht, Mädels. Keine Ahnung. Na, wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nie wissen. Oh, ist das schön. Darf ich vorstellen? De Mare. Ach, herrlich. Ja, da unten liegt Split und nach Split fahren wir jetzt. Herrlich. Das kann man sich mal geben, ha? Das sieht nach was aus. Das sieht nach was aus, sagt er. Ich mach mal die Scheibe runter. Nee, dann hört er mir wieder nicht, ne? Das ist trotzdem geil. Das sind schöne Bilder, Leute. Habe ich die Leute ja schon gesagt, das ist die Mare da. Deswegen geht es auch gerade so schön runter Richtung Meer. Ja. Ich bin ja mal gespannt. Ich gucke gleich mal schon bei Google Maps, wo der nächste Kunde liegt,
und ob wir den heute noch erreichen, beziehungsweise ob wir den heute noch abladen können, das steht aber noch in den Sternen. Boah, ist das schön hier. Aber ganz ehrlich, das mit dem Abladen, ob wir den heute machen oder morgen, ehrlich gesagt, ist mir das schon fast fritte egal, weil Tatsache ist, am Ende der Woche ist der Auflieger leer. Und ob wir dann heute nochmal 6 Kubik abladen oder wir machen sie morgen früh als erstes, ist dann, glaube ich, auch egal. Herrlich. So Leute, ich gebe dir mal schnell den nächsten Kunden bei Google Maps ein, gucke mir das schon mal an und dann melde ich mich bei euch zurück. Bis dann. Schön. Ich habe euch gar nicht mit zu diesem Kunden rangenommen. Seid mir bitte nicht böse, denn wir mussten den Zugang zu diesem Kunden direkt, den mussten wir erstmal suchen. Was ich nicht suchen muss, ist diese wunderschöne Landschaft. Also ich kann es gar nicht anders sagen, als wer dieses Land landschaftlich nicht sofort in sein Herz schließt, derjenige ist kalt und der braucht auch gar nichts mehr. Ne? Oder Daniel? Das ist so. Es ist echt mega, einfach mega. Wir fahren jetzt zu Kunden, offiziellen Kunden Nummer 4. Den werden wir heute nicht mehr erreichen. Ich habe gerade versucht, da anzurufen. Ist das schön, Alter. Oh, ist das schön. Ich habe versucht, da anzurufen und die haben aber nur bis 16 Uhr offen. Und dementsprechend ist da heute leider nichts mehr zu machen. Da ist keiner mehr rangegangen. Ne? Wir fahren jetzt dahin, direkt in das Industriegebiet. Und glaubt mir, ihr werdet einen malerischen Ausblick von da oben haben, weil ich habe mir gerade die Google Street View Bilder von diesem Industriegebiet angeguckt. Das ist nicht so ein Ding wie hier, wo alles hässlich und hin und her. Nein, da stehen 3-4 Hallen und der Rest davon ist nie bebaut worden. Dementsprechend werden wir da niemanden stören heute Abend, werden da eine richtige Party abfeiern. Oder Daniel? Komm, passt so. Ja. Und werden einfach mal Kroatiens ersten richtigen Feierabend genießen, weil das gestern, das war ja im Dunkeln stehen bleiben, komplett K.O. Und dann bist du einfach, nachdem du noch in dein Handy reingeschaut hast für eine Weile, bist du eingepennt. Aber wir kommen ja da oben heute ins neue Tageslicht an, zumindest hoffe ich das. Was sagt unser Navi? 17 Uhr? 10. 17 Uhr 10? Eine halbe Stunde. Ja, dann sollten wir noch ein bisschen Licht da oben haben. Wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, das ist da oben, auf dem Berg, noch ein bisschen weiter hinter. Ihr habt dann eine komplette Übersicht hier über alles. Und ja, da freue ich mich drauf. Generell muss ich sagen, klar, der Tag ist heute nicht optimal gelaufen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, zumindest nicht für mich. Denn wir haben noch 2 Kunden in Kroatien und 1 Kunden in Montenegro. Und es ist Dienstagnachmittag. Es gibt jetzt kein Grund, traurig zu sein, ganz im Gegenteil. Wir können das jetzt einfach mal für uns genießen. Wir haben morgen noch 2 Kunden, den einen fangen wir morgens an. Ich hoffe, dass er nicht erst um 9 kommt, sondern vielleicht sogar schon um 8 Uhr da ist. Dann fahren wir durch das wunderschöne Kroatien einmal bis nach Dubrovnik. Das ist ein ziemlicher Ritt, den werden wir dann auch morgen noch machen. Und dann fahren wir Richtung Grenze. Und gucken mal, ob sie uns abends noch über die Grenze lassen oder ob sie erst uns am nächsten Morgen über die Grenze lassen, weil wir müssen ja auch abfertigen. Und da müssen wir dann mal schauen, wie es aktuell aussieht. Normalerweise sind EU-Außengrenzen 24/7 besetzt. Normalerweise. Und wenn ich es richtig gesehen habe, kommen wir auch über einen Grenzübergang, der quasi direkt an der Hauptstraße, also das ist direkt eine Autobahn, eine der wichtigsten Transitstrecken. Da sollten wir eigentlich Glück haben. Trotzdem bin ich so der Typ, ich verzolle lieber bei Tageslicht. Na? Weil man ja auch nie weiß, wer sich da rumschlägt und so. Was ich auch vorbereitet habe, ich habe noch eine Stahlstiftplombe dabei. Denn wenn wir in Montenegro leer sind, werde ich den Auflieger verplomben. Dass da keiner drauf kommt. Denn das Wort Balkanroute, das hat von euch jeder schon mal gehört. Und das Letzte, was ich will, ist, dass uns dann irgendwo durch einen dummen Zufall dann doch ein paar Leute draufsteigen auf den leeren Auflieger, um ja ein Ticket nach Deutschland mitzunehmen. Ja. Ich
kann den Stress und den Druck der Menschen verstehen, aber ich werde trotzdem niemanden mitnehmen, denn das ist einfach gegen das Gesetz. Ne? Ja, Daniel, was sagst du dazu? Tja, was soll man dazu sagen? Ist das nicht schön? Die Aussicht ist ja Hammer. Ja, oder? Und vor allen Dingen, Kroatien war mit dem Überfahren der Grenze, ab dem Augenblick war Augenkino. Stimmt. Gefühlt. Es wurde einfach nur immer besser und besser und besser und hat sich natürlich landschaftlich auch stark verändert. Ich meine, Berge ist die ganze Zeit schon. Wenn die wirklich in Bleistelle, die wir gerade hatten, lag direkt am Meer. Ja. Es ist einfach mega. Ja, wir sind jetzt vom Meer weg gewesen, keine Ahnung, 40, 50 Meter oder so. Gefühlt. Ja, nicht mal ganz. Würde ich schätzen. Ich meine, hinter dem Gebäude war schon das Meer. Inzwischen das Meer draufgekommen, Steinschiffe ja schon. Aber, naja. Wir fahren jetzt hoch in die Berge. Da habe ich nämlich auch ganz schön was für übrig. Und ihr hoffentlich auch. Berge sind schon. Ja. Ich weiß, Freunde, ich bin viel am Erzählen, aber das ist nun mal so auch mein Videostil. Ich meine, unsere Stammzuschauer, die werden sich darüber nicht beschweren, weil das genau das ist, wonach ihr alle gelächzt habt. Für diejenigen, die jetzt neu auf diesem Kanal sind, so laufen Videos bei mir normalerweise. Ja? Man kann natürlich innerhalb von 10 Minuten ein paar schöne Bilder zusammenbasteln, ein bisschen Quatsch sagen, aber du wirst halt niemals einen richtig tollen Eindruck von so einer Woche vermitteln können. Das geht nicht. Der einzige Unterschied ist jetzt, dadurch, dass Daniel dabei ist, spreche ich natürlich auch über ein paar andere Themen. Ne? Das ist ganz klar. Einfach nur, weil ich ihm auch jetzt keinen Knopf an die Backe labern will. Ne? Ich könnte jetzt natürlich anfangen, über vieles tolle Sachen zu erzählen, aber wenn es ihn nicht interessiert, dann steigt er hier nächste Woche am Freitag genervt aus und sagt, Stefan, also entweder kriege ich jetzt meinen eigenen LKW oder ich bin weg. Ich wollte mich unterwegs schon dreimal erschießen, aber die Kugeln sind so teuer. Das geht nicht. Ihr wisst, was ich meine. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg da hoch. Ich werde, glaube ich, die Kamera gleich nochmal anmachen. Die müssen wir dafür an Strom machen, ne? Und dann schneide ich euch noch mal ein bisschen was landschaftlich zusammen zu dem Thema. Glaub mir, es wird toll. Und in diesem Sinne, Koppenerinne, bis später. Oh, Alter, dieser Sonnenuntergang, Freunde. Guckt euch das an. Genau dafür sind wir doch LKW-Fahrer geworden. Genau dafür. Dinge zu erleben, die noch so ein bisschen Abenteuer haben. Jetzt fange ich doch genauso an zu erzählen. Aber ich glaube, der Daniel sieht das ganz genauso. Auch wenn er sich jetzt nicht so drauf konzentrieren kann, weil natürlich ist der Verkehr jetzt für ihn der entscheidende Faktor. Und wir gucken noch so ein bisschen in den Sonnenuntergang. Ist das nicht schön? Ich mach so eine Scheibe runter. Machst du die auf den Plastikteller drauf und lässt sie dann laufen. Freunde, so. Feierabend, wie ihr unschwer erkennen könnt. Na, das war das Schönste, oder? Jetzt gibt wieder erstmal ein Futter. Genau, die Mikrowelle läuft. Ich esse heute Abend wieder einen Salat, so wie gestern. Und dazu vielleicht noch ein oder zwei Scheiben Graubrot. Wir haben einen richtig schönen, ruhigen Parkplatz erwischt. Wir stehen im Industriegebiet. Hier ist nichts los, außer dass... Ja, ich muss es leider sagen, das Ding ist komplett zu vermüllt. Also, leider wirklich. Also, wie man eine so schöne Landschaft so verkommen lassen kann, weil man sein Zeug überall hinwirft. Das, so sind wir Menschen, ey. Für unsere Umwelt interessieren wir uns einen Scheiß, solange wir sie nicht ausbeuten können, echt. Ja, leider ist das so. Wie gesagt, ich bin schon einmal mit der Drohne geflogen. Ich habe aber die Drohne jetzt schon wieder eingepackt, deswegen kann ich auch die Aufnahme nicht zeigen. Ist nicht schlimm. Machen die Fernbedienung auch nochmal aus. Ja, morgen früh bei Sonnenaufgang werde ich es nochmal probieren mit dem Fliegen. Denn ich musste abbrechen, denn es kommt jetzt gerade richtig Wind hier auf. Der zerrt auch schon am LKW, man spürt das richtig.
Und ihr seht es ja da vorne vielleicht auch, wie die Büsche sich bewegen. Und je weiter die Drohne natürlich nach oben kommt, desto mehr Windböen kriegt sie ab, weil wir hier zwischen zwei Gebirgen auf einem Hochplateau stehen. Und hier pfeift halt ordentlich der Wind. Bis zu unserem Kunden haben wir es nicht weit für morgen. Das sind 200, 300 Meter. Und der Kunde hat mich auch noch zurückgerufen. Morgen früh zwischen 7 und 8 Uhr dürfen wir abladen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Das geht schnell. Er weiß Bescheid, es ist nur eine Küche. Ja. Genau. Wie gesagt, Daniel lässt sich jetzt gerade sein Essen fertig werden. Das dauert noch eine Minute 10. Wir haben die Plätze getauscht, obwohl seine Fahrerkarte noch auf Platz 1 ist. Das machen wir fast jeden Abend, denn wenn ich einen Laptop aufbaue, dann brauche ich das Lenkrad, um den Laptop draufzustellen und eine Sitzposition zu haben, in der ich dann zocken kann. Genau. Und vor allen Dingen, es ist nun mal so, das ist ja ein Einzelfahrerauto. Ihr kennt mich, ich fahre normalerweise alleine. Das heißt, da oben die Schränke und so, das ist alles belegt. Es ist nun mal einfach so. Und das heißt, Daniel hat alles, was er dabei hat, also das meiste von dem, was er dabei hat, das liegt tagsüber oben im Bett. Und abends ist es besser, dann auf dem Sitzplatz seine Sachen runterzustellen, als hier vom Lenkrad. Das macht sich doof. Genau. Aber wieder haben wir schon was erzählt hier aus Fernfahreralltag. Genau. Das ist die Tasche mit der Drohne. Die kann jetzt auch erstmal einfach kurz nach hinten. Ja. Also es geht uns gut. Wir hätten natürlich diesen Kunden heute noch gerne gemacht und wären auch noch gerne noch weiter gefahren und hätten eine 9er-Pause gemacht, aber egal, jetzt haben wir eine lange Pause. Da beschweren wir uns nicht drüber. Und genau, ich mache euch nachher nochmal an. Nochmal so ein bisschen was zeigen. Die eine Drohnenaufnahme, die ich weiß noch nicht, wo ich sie reinbastel, kriegen wir aber irgendwie hin. Und wie gesagt, morgen bei Sonnenaufgang, wenn der Wind nicht zu doll ist, lasse ich die Drohne für euch fliegen und mache atemberaubende Bilder, weil wir stehen hier echt, eigentlich echt cool. Ja, egal. So Leute, bis später. Wolltest du auch noch was sagen? Nee, ich habe jetzt was zu essen. Oh, guck mal, da könnt ihr mal zugucken hier. Das sind so diese typischen Fertiggerichte, ihr kennt die. Die sind perfekt für die Mikrowelle. Ein erwachsener Mann wird mit einem so ein Ding meistens nicht wirklich satt. Das kann man einfach mal ehrlich so sagen. Ich habe nur noch drei. Ja. Jetzt habe ich noch alles andere. Ja, Curry King ist auch noch da. Ich kann euch ja einmal hier so einen geheimen Blick. Warte mal, ich schmeiß mal deine Jacke bei mir aufs Bett. Ciao. Dann machen wir mal Licht da oben. Also, unser Kühlschrank. Unser Kühlschrank ist noch gut gefüllt. Da weiter hinten, da liegen noch ganz viele Curry Kings. Und genau, ich mache mir jetzt gleich Salat. Und dann schauen wir mal. Bis später. Aber wir müssen ein bisschen leiser reden. Die beiden sind schon in der Puffer. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie stressig das ist, mit zwei so kleinen die ganze Woche unterwegs zu sein? Mit Sicherheit nicht. Hier riecht's morgens wie im Puma-Käfig. Aber ich hab mir gedacht, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Heute Nacht werde ich hier richtig Chaos machen. Naja. Chaos haben wir ja schon so. Ich lass mir was einfallen. Die werden Augen machen. Jetzt muss ich aber schnell das Licht wieder ausmachen, sonst wachen die noch auf. Ciao!
wunderschönen guten Morgen, Leute. So, was war denn los, ey? Also heute ist echt ein komischer Start in den Tag, muss ich ehrlich sagen. Ich habe meine Socken gesucht. Ey, keine Ahnung, meine Tasche durchwühlt, alle Socken waren weg. Du auch? Ich dachte, du hast das gemacht. Ich dachte, du hast meine versteckt. Klaus Bärbel? Jetzt sagt er wieder nichts, ne? Ich sag's euch, das Ding ist irgendwie so eine Art Mainzelmännchen oder so. Der bewegt sich anders. Ich glaube, wir haben Schacki die Mörderpuppe live dabei. Ich dachte, ich stehe schon 10 Minuten eher auf, der will mich vielleicht ärgern oder so. Ja, echt, ey. Meine Güte. Willst du uns verarschen, ey? Ey, ganz ehrlich, wie heißt nochmal diese Puppe? Diese andere aus so einem Film? Oh, Alter, übel. Ich habe gerade voll die Horrorfilmgedanken hier. Was geht denn hier ab? Oh, ja, Leute. Herzlich willkommen hier zurück zu der Möbelkutsche. Ja, wieso eigentlich willkommen zurück? Ihr wart ja gar nicht weg. Ja. Wir haben wunderbar geschlafen hier in diesem Industriegebiet. Ich habe heute Morgen nochmal Drohnenaufnahmen gemacht. Dementsprechend sind meine Hände gerade gefühlt Eisblöcke. Denn draußen ist es echt frisch. Das darf man einfach mal so zugeben. Und wir fahren gleich los zum Kunden, das ist nicht weit. So, ich melde mich gleich nochmal. Bis gleich. So, Freunde, jetzt geht's los auf die unglaubliche Tour bis zu unserem ersten Kunden. Es ist ein langer Weg, der jetzt vor uns liegt. Ja. Wir werden durstig werden. Wir werden hungrig werden und wir werden müde werden. So unfassbar, wirklich unfassbar lang ist dieser Weg. In den Geschichtsbüchern wird später stehen, die Fahrt zu diesem Kunden hat den beiden einfach alles abverlangt. Ja. Und das ist auch gar kein Spaß. Oder so. Das ist einfach unmenschlich, was wir hier leisten. Übermenschlich. Einfach über. Ach, wir sind ja schon da. Okay. Alles klar. Ja, wir sind schon da. Oh, okay. Ja, war wohl doch nicht ganz so lang. So, war wohl doch nicht ganz so lang. Jetzt gehe ich erstmal uns gleich mal anmelden hier irgendwo. Da muss ja irgendwo da an der Seite hochgehen zur Rampe, oder? Nee. Naja, schauen wir mal. Bis gleich. Leute, und herzlich willkommen. Ich bin so geil. Living the dream, living the dream, living the dream. So, wir sind unterwegs zum nächsten. Oh, es ist aber auch ein bisschen vermüllt hier. Darf's ja eigentlich gar nicht zeigen. Darf's eigentlich gar nicht zeigen. Naja, egal. So, Daniel, dann klär uns doch mal bitte auf über die verbleibende Strecke zum nächsten Kunden. 222 Kilometer, Ankunft kurz vor 12. 220 Kilometer. Ich werde mir die Strecke im Navi gleich nochmal angucken, denn ich will sicher gehen, dass uns das Ding nicht über Serbien leiten will. Es kann nämlich sein, dass es deutlich mehr ist. Man hat ja, ihr müsst euch vorstellen, Kroatien und unten Südkroatien. Ne? Das Land hat keine Verbindung. Kroatien, Südkroatien. Das heißt alles Kroatien, aber man sagt halt Südkroatien, weil leider hat Serbien wollte halt auch unbedingt so ein Stück von der Küste abhaben. Zumindest so ein ganz kleines, ein ganz winzig kleines. Und das bedeutet, dass du, wenn du von Kroatien nach Kroatien fahren willst, was an sich schon irgendwie paradox klingt, ein Stück durch Serbien fahren musstest früher. Oder aber man nahm einen Umweg über eine Fähre, wo jetzt eine Brücke steht. Ich weiß, ist sehr verwirrend, aber ich versuche das ruhig für euch zu machen, okay? Um dann über eine Halbinsel auf den zweiten Teil von Kroatien rüberzukommen. Das werde ich euch nachher nochmal zeigen. Wie gesagt, ich werde gleich mal das Navi abnehmen. Daniel bleibt am besten gleich auf der Hauptstraße einmal stehen, weil richtig viel Verkehr ist hier auch nicht. Damit ich das einmal nochmal checken kann. Auf jeden Fall werdet ihr gleich ganz viel mehr sehen. Also ihr werdet mehr sehen, als ihr in den letzten Videos mitgesehen habt. Also deutlich mehr. Ne? Deutlich mehr. So wie Mimi. Okay. Jetzt nehmen wir mal das Navi zur Hand. Und dann zeige ich euch das einmal. So, wir gehen auf Zentrieren. Und dann zeige ich mal euch die Route.
Genau. Und genau das ist unser Problem. Er möchte uns unbedingt über Serbien ziehen. Das machen wir aber nicht, weil wir fahren da unten rüber auf diese Halbinsel über die Brücke und umfahren Serbien. Wir können über Serbien gerne fahren auf Rückweg, weil alleine schon, damit ihr mal da wart und damit Daniel sagen kann, er ist durch Serbien gefahren, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Und dann kriegen wir das hin, okay? Wir können jetzt erstmal eine ganze Weile so fahren und ich muss zwischendurch halt immer mal gucken, dass wir nicht das Ding jetzt vergessen, also über die richtige Route dann zu kommen. So. Weil das hier, das ist mit Fähre, dieser andere Weg, und der macht auch gar keinen Sinn. Gut. So, Daniel. Freust du dir? Ich freue mich. Wie sehr freust du dir? Sehr viel, freue mich. Du freust dir sehr viel? Ja. Gut, dann machst du mal sehr viel Gas, okay? Ja, oh, raw. Okay, Leute. Ihr merkt es, ich habe einfach gute Laune. Das liegt aber auch einfach... Guckt nach draußen und ihr wisst, warum ich gute Laune habe. Ja, wie heißt denn der jetzt eigentlich? Hä? Ist es jetzt Chick Jagger? Oder Sir Klaxelot? Das könnt ihr ja entscheiden in der Abstimmung. Und wir lassen die noch eine weitere Woche laufen. Und im nächsten Video werden wir euch dann sagen, wie ihr euch entschieden habt. Na, also immer schön voten. Chick Jagger oder Sir Klaxelot. Oh, ich liebe diese Umgebung hier. Also ganz ehrlich, da kannst du auch wieder 2 Wochen dann Scheißtouren fahren. Ne? Ja, können wir nach Wohle nehmen. Können wir wohl. Ach, herrlich, Leute. Rechts kommt was. Ein roter. Die Roten, das sind die roten Autofahrer. Da, 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 da. Klaus Wärme, was hast du dem heute Nacht gegeben? Der muss mir irgendeine Pille eingeschmissen haben. Wie sagst du dir? Besser fahre ich jetzt die erste Stunde nicht. Ja, kriegen wir hin. Ach, Freunde. Wir werden nachher selbstverständlich auch die Kamera nochmal anmachen für euch, damit ihr schön viel mitbekommt von Kroatien. Wie gesagt, wir kommen nachher zu dem geilen Teil, Adriaküste. Mmh, Schmackofazzi, kann ich euch verraten. Richtig Schmackofazzi, die Brücke alleine. Die wird sowas von Schmackofazzi. Ich hoffe, dass dieses Video genau das ist, was ihr euch auch so lange erwünscht habt oder gewünscht habt. Es ist auf jeden Fall genau die Tour, die ich mir... Das ist so, das steht auf meiner Wunschliste mal ganz oben. Solche Dinger. Schön weit weg. Andere Klimazone, bin ich so oder so immer für. Ja, muss nicht im Hochsommer sein, weil auch hier in Kroatien wird es schweineheiß im Sommer. Aber generell, also ich mag es hochzufahren nach Skandinavien, das wisst ihr. Am liebsten in den Norden, wo es auch im Winter darf es da richtig klirrend kalt sein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde das toll, weil sich das so gehört. Ich finde Skandinavien auch, das wisst ihr, ich mag den Herbst da total, ich mag den Winter da total. Frühling auch. Sommer ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass das ein überragender Sommer wäre. Sag mal, bauen die den Berg ab? Der Berg muss weg, der Berg muss weg, der Berg muss weg. Habe ich einen Film gesehen, ne? Echt? Ja, echt. Guckt euch das an. Wahrscheinlich soll der Berg umziehen. Nein, Leute, da wird natürlich irgendein Gestein abgebaut, was ganz wichtig ist zum Häuserbauen und keine Ahnung. Aber das ist, wenn man durch Spanien fährt, hat man das auch. Da fährst du durch Gebirge durch, wo die kompletten Gebirge quasi bearbeitet sind. Das sieht schon nicht mehr schön aus. Naja. Freunde, so. Ich würde sagen, wie gesagt, ihr guckt nachher auf der Kamera noch mit. Aber ich mag gar nicht ausmachen, weil man die ganze Zeit auch echt schöne Sachen zeigen kann. Ne? Mein Gott.
Lagerta wollte gucken. Daniel, bist du noch wach? Ja, ich bin noch wach. Daniel, bist du noch wach? Ich bin noch wach. Daniel, ich bleib's mal, okay? So macht das Lagerta. Die sagt immer so, bist du noch wach? Bist du noch wach? Bist du noch wach? Okay, dann bremse ich jetzt. Ist von der ja auch keine Sekunde geschenkt, sagst du? Nee, die macht das akkurat 2,5 Sekunden oder so und dann war's das, ne? Hab ich gesagt, ist mir scheißegal, ob das Ding 1000 Mal Fehler auslöst, wenn es irgendwann mal einen Arsch rettet, hat seinen Job getan. Richtig. Leute, falls ihr es nicht gehört habt, genau diese Meinung vertrete ich nämlich auch. Lieber, Alter, guck dir das an. Was da für Ultramar stand. Ja, die standen ja gestern auch schon. Ja, gestern habe ich sie nicht wahrgenommen. Herrlich. Sascha, wo warst denn du gestern? Ich? Ich glaube, ich war am Handy, um zu checken, wo wir uns hinstellen können. Meinst du? Mhm. Ja, also wie gesagt, was Daniel gesagt hat und was ich auch 100% d'accord bin, wir haben die gleiche Meinung, was das anbelangt, ist, diese Systeme, die sind natürlich nicht fehlerfrei. Und manchmal machen sie auch eine Phantombremsung. Oder sie machen zumindest Phantomwarnung. Mit Daniel macht sie komischerweise öfter mal sowas. Mit mir relativ selten. Keine Ahnung warum. Das ist auch kein Witz oder so. Oder keine, nee, keine Behauptung. Weil bei mir passiert sowas sehr, sehr selten. Dasselbe mit Navi. Genau. Ich stelle Navi aus. Genau, bei ihm stellt sich das Navi auch ständig aus. Keine Ahnung warum. Das sagt so, boah, nee, auf den, ich will den Sascha wieder haben. Hör mal, das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Die Dinger können natürlich Fehler haben. Die machen eine Phantombremsung und. Das dürfen sie. Und das ist mir auch genauso wie Daniel scheißegal, ob sie das machen oder nicht. Solange sie in dem Augenblick, wo mein Leben oder unser Leben daran hängt, dann auch reagieren, ist mir alles andere scheißegal. Ne, Daniel? Jetzt holt er zum ersten Mal in 5 Wochen seine Sonnenbrille raus. Ja, Sonne nervt mich. Ja. Jetzt hat man endlich mal Sonne und dann ist er aber auch gleich so, dass er das wieder ausgesperrt werden muss. Oh. Ja, zumindest vor meinen Augen. Ja. Ach Mensch. So ist gleich immer weg, wir sind die einzigen Deutschen hier. Wir laufen als einziges mit T-Shirt hier rum. Ja. Stimmt, ey, ne? Die gucken uns immer ganz doof an. So, wenn wir beim Abladen sind im T-Shirt, die gucken immer so ganz komisch. Laufen mit Daunenjacke durch die Gegend. 2 Jogginghosen übergezogen, so nach dem Motto. Frieren richtig. Und unser eins, oh, Summer is incoming. Ja, ist so. Vor allem die Sonne hat wirklich Kraft. Man kann das euch das natürlich schlecht beschreiben, aber heute Morgen, es war schweinekalt draußen, aber die Sonne kam über den Berg und die ersten Strahlen haben dir direkt das Gesicht gewärmt, die Haut. Das war mega. Das stimmt. Das macht auch was mit dem Körper, ne? Das ist einfach schön. Genauso wie das hier. Naja, ich höre jetzt mal auf zu labern und sage bis gleich.
Freunde, so. Ihr habt schon gerade Drohnenaufnahmen gesehen und ich glaube, ihr habt sie ein bisschen gefeiert. Ja. Das glauben wir auch. Jetzt fahren wir gleich über genau diese Brücke drüber und das machen wir mit der 360-Grad-Kamera. Also freut euch drauf, es wird noch besser. Es wird alles noch besser, glaubt mir. Wir gehen in die Vollen, so richtig. Bis nachher. Freunde, was soll man sagen, ne? Da war gerade übrigens ein Schild mit Achtung Wildschweine. Das ist nicht zum ersten Mal, ne? Ja. Es ist einfach unbeschreiblich schön hier. Und ich hoffe, dass ich auch in der Lage bin, das so in ein Video reinzupacken, dass das auf euch auch wirken kann. Mein größtes Problem, das habe ich gerade Daniel auch schon gesagt, das wird das sein, auszusondieren, welche dieser Bilder man denn überhaupt nehmen möchte. Denn es ist quasi alles geil. Du kannst die Kamera 24 Stunden laufen lassen. Also ich denke auch, dass wir auf dem Rückweg werde ich auch das so machen, dass wir dann einmal, keine Ahnung, mal eine Stunde oder so via Livestream fahren. Damit ihr euch das mal als Livestream, also ich rede da jetzt von, das habt ihr dann natürlich schon gesehen. Ich meine, guckt euch das an. Haben die nicht hier auch Teile der Winnetou-Saga gedreht? Die ostdeutsche Winnetou-Geschichte? Ja, ne? Ich glaube schon. Wirklich? Es ist unbeschreiblich schön. Man kann mir sagen, was man will, aber genau dafür wird man internationaler Fernfahrer. Das sind genau diese Touren, die du in dich aufsaugst wie ein nasser Schwamm. Es ist befriedigend, hierher zu fahren. Ja, ne? Ja, in Deutschland immer schlechtes Wetter, ab und zu kommt vielleicht mal ein bisschen Sonne, aber es ist trotzdem arschkalt. Hier läufst du im T-Shirt rum, bist die ganze Zeit nur am Lachen, hast gute Laune. Ja. Kann man sich nicht beklagen. Daniel will auch das Steuer schon gar nicht mehr hergeben. Aber es sei ihm gegönnt. Weil so kann ich ja für euch reichlich Aufnahmen machen. Ich habe ja gerade auch nochmal die 360-Grad-Kamera benutzt.
Das wird das wahrscheinlich aufwendigste Video vom Schnitt und von der Arbeit mit dem Video am Computer, was ich je gemacht habe. Das wird auch das 5-Stunden-Video nach Nordschweden sowas von toppen. Bin ich jetzt schon hundertprozentig von überzeugt. Und ja, was ich euch auf jeden Fall schon mal, oder worum ich euch schon mal bitten will, ist, wenn ihr das hier auch so feiert, ne? Wenn ihr dieses Video auch so gut findet, beziehungsweise diese Aufnahmen alleine schon so gut findet, dann zeigt es den Menschen, empfiehlt es weiter, damit auch andere diese unglaublich schönen Aufnahmen mal für sich selber entdecken können. Weil eins ist klar, in diesem Video ist nicht der Möbelkutscher im Vordergrund. Denn hier wird mir sowas von die Show gestohlen. Und das vollkommen zurecht. Wir haben jetzt noch 30 Kilometer nach Dubrovnik. In Dubrovnik selber, die Kundenanfahrt ist ein bisschen tricky. Aber ich weiß, manchmal, ich bin so ein Typ, ich habe eigentlich immer irgendeinen Spruch auf Lager oder ich kann immer irgendwas rausballern. Nee, das klaut ihr. Aber das raubt auch mir so ein bisschen die Sprache, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, wenn wir gleich in Dubrovnik sind, die unmittelbare Anfahrt zum Kunden, die werden wir natürlich noch filmen. Und Leute, dann geht's ja noch auf das eigentliche Abenteuer. Na? Dann werden wir nämlich die EU verlassen. Einfach Hammer. Auf Montenegro freuen wir uns beide auch schon sehr. Das kann ich einmal schon vorab so sagen. Unglaublich. Naja, ich melde mich später wieder. Bis denn. Ferns and curling.
So, Freunde. Wir haben jetzt gerade unseren letzten Kunden hier in Kroatien abgehandelt. Ich habe da nicht gefilmt, es tut mir leid. Weil da auch den richtigen zu finden und so, das war alles nicht so ganz so easy. Dementsprechend, der Kunde ist abgearbeitet. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Grenze nach Montenegro. Wir werden über die A8 fahren. Also das ist, ob das eine A-Straße ist, weiß ich nicht. Also 8, wahrscheinlich Bundesstraßenniveau. Sieht man ja, ne? Die werden wir jetzt durchfahren. In 28 Kilometern erreichen wir dann die Grenze. An der Grenze machen wir dann Folgendes. Dann nehmen wir unseren ganzen schönen Papierkram, den wir alle haben. Unsere Reisepässe und den ganzen Scheiß. Und dann gehen wir erstmal zur Spedition. Das heißt, da sind Speditionen, die haben da Büros und die machen Zollabwicklung. Das heißt, die gucken nach, ob die Einfuhrzölle bezahlt wurden und fertigen dir dann die Papiere aus. Und wenn das gemacht wurde, kannst du dann zum Zoll. Dann knallt der Zoll da seine schönen Stempel drauf und dann kannst du weiter. In unserem Fall müssen wir dann allerdings erstmal zum Hauptzollamt in der Hauptstadt von Montenegro, um dann dort nochmal abzuwickeln. Wir müssen ja quasi unser Verfahren dann beenden. So ähnlich wie wir es haben, wenn wir nach Irland fahren. Da müssen wir auch mal zum Zoll, auch wenn wir schon längst über der Grenze sind, und müssen melden, dass wir am Bestimmungsort angekommen sind. So dass man auch sagen kann, okay, der ist mit der Ware wirklich hier angekommen, und die dürfen dann auch drauf gucken und kontrollieren, ob das auch wirklich alles die Ware ist, die angemeldet war. Ne? Ich vermute einfach mal, dass das heute nichts mehr wird. Dass wir noch über die Grenze kommen und dann Richtung Hauptstadt uns irgendwo einen schönen kleinen Parkplatz suchen können. Eine richtige Autobahn wird es dann nicht geben. Das wird nur so eine Straße, also es wird quasi nur solche Straßen geben. Das ist auch gar nicht schlimm. Denn auch an diesen Straßen sind eigentlich Parkplätze zuhauf. Ja, so sieht es aktuell aus. Und morgen können wir dann Folgendes machen. Wenn wir dann morgen früh beim Hauptzollamt in der Hauptstadt sind, ich kann das nicht aussprechen, das ist ein Zungenbrecher für mich, dann machen wir da halt fertig, fahren dann zum Kunden, dürfen dann entladen und dann dürfen wir auch durch den grünen Kanal einfach wieder über die Grenze in die EU hineinschlüpfen. Genauso machen wir es ja in Norwegen auch, ne? So, dass er da einmal schon Bescheid weiß. Kleiner Fun Fact: Unser Boss hat beim letzten Mal, als er in Montenegro war, 36 Stunden beim Hauptzollamt in der Hauptstadt gestanden und gewartet. Kann uns auch passieren. Wir gehen jetzt aber erstmal vom Besten aus, ne? Dass du da schon mal Bescheid wisst. Denn wir haben ja nicht nur Sprachbarrieren. So, also dass die Kollegen vielleicht nicht gut Englisch sprechen können oder so, sondern es kommt auch noch dazu, dass da ein riesen Verwaltungsapparat dahinter sitzt. Das muss ja alles seine Richtigkeit haben, sonst lassen die einen nämlich nicht fahren. So, dann wisst ihr schon mal Bescheid und dann schauen wir mal weiter. Bis dann. Leute, da sind wir. An der Grenze zu Montenegro. Und es läuft irgendwie ein bisschen anders, als ich das von anderen EU-Außengrenzen gewohnt bin. Und zwar haben wir auf der Seite, vielleicht könnt ihr es sehen, da sind so LKW-Parkplätze. Da steht aber nur Schrott drin. Alle anderen stellen sich einfach in der Reihe an und fahren Stück für Stück vor. Es dauert dann zwar ein bisschen, das abzufertigen, aber offensichtlich scheint das hier so gang und gäbe zu sein. Weil es sind auch wenig Parkplätze dafür, dass das der einzige Grenzübergang ist zwischen Kroatien und Montenegro. Das ist schon ein bisschen strange. Strange, 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 strange. Jo. Schauen wir mal, was die uns gleich sagen und wie es ablaufen wird. Na, wir werden es ja sehen. Ja, ganz genau. Vielleicht geht es jetzt auch gleich nochmal einen Meter vorwärts. Der eine Scania ist gerade rechts rausgezogen. Der weiße Scania, jetzt sitzt er rückwärts. Keine Ahnung warum. Ihr seht es ja da vorne, da steht da ein Scania. Keine Ahnung warum, das werden wir gleich herausfinden. Oder es kann uns eigentlich auch egal sein. Hauptsache, wir müssen hier nicht gleich irgendwie doof durch die Gegend rangieren, oder? Das stimmt.
Übrigens, da hinten, das ist kein Schrottplatz. Naja, eigentlich schon, weil da steht eine ganze Menge Schrott. Unter anderem auch ein 5er BMW, bei dem so ziemlich alles abmontiert wurde, was man gebrauchen könnte. So wie Felgen, hintere Stoßstange, Lichter, Kofferraumklappe. Und noch so ein bisschen mehr. Also, naja. Warten wir mal ab. Warten wir einfach mal ab. Ne? Wir werden es ja sehen. Bis später. Also der Scania ist immer noch am Rangieren da vorne. Und ich habe keine Ahnung, was er da macht. Das sieht auf jeden Fall irgendwie eigenartig aus. Dass er in der Spur hin und her rangiert. Ich habe keine Ahnung, warum. Naja. Wir werden es irgendwann schon noch erfahren. Bis später. So Leute, wir stehen jetzt hier gerade am Grenzübergang zu Montenegro. Das andere wäre der Abschluss von Kroatien quasi. Wir waren gerade oben beim Zollagenten. Der wird da nachher gleich zu uns kommen und uns dann reinwinken und dann mit uns gemeinsam die ganze Abwicklung machen. Und dann fahren wir durch zum Zoll nach Montenegro in die Hauptstadt Podgorica oder wie die heißt. Genau, dass ihr da schon einmal drüber Bescheid wisst. Ja. Was gibt's sonst groß noch zu sagen? Eigentlich gar nicht viel, ne? Eigentlich gar nicht so viel. Ist halt immer alles ein bisschen Wartezeit verbunden. Hinter uns stehen bestimmt auch schon wieder LKW, oder? Mal reingucken. Ja, stehen schon so ein paar. So ist das halt. Wie gesagt, der LKW vor uns, der steht da auf der Waage gerade. Und der wird gerade abgewickelt vom gleichen Zollagenten wie wir auch. Da vorne läuft noch eine Katze, das ist die sogenannte Zollkatze. Ne? Mit Zollkatzen macht man ja so seine ganz eigenen Erfahrungen. Die laufen dann mal so ein bisschen über die Straße und gucken so, dass alles gut ist. Und wer versucht illegal überzutreten, der wird halt hoffnungslos gekratzt. Das kennen wir ja, ne? Und dann schauen wir mal weiter, wie es hier so läuft. Alles klar, bis dann. Freunde, herzlich willkommen jetzt nur einmal ganz offiziell. Kann es sein, dass du dumm bist? Sorry, die Frage musste jetzt einfach mal sein. Ja, Blinker setzen und so ist nicht. Alter. Tut mir leid. Kümmer du dich mal ums Fahren. Ja, sorry. Nein, alles gut. Bevor wir uns hier in den DAF zerlegen. Die war einfach mal völlig mit ihrem eigenen Leben überfordert, die Dame. Mein Gott, seid ihr alle... Habt ihr alle Todesdrang hier? Ja, das ist so. Lebensversicherung gibt's hier nicht. Eine sehr hohe. Na, dann kann man einfach. Nee. Das glaube ich nicht. Alter, Leute. Also, was ich sagen wollte. Herzlich willkommen in Montenegro. Haben wir gleich schon wieder den ersten Schlag gekriegt, aber direkt in den Nacken. Ey, und das Geile war ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dann riecht die sich noch über uns auf. Weil wir so viel falsch gemacht haben, oder was? Was, ey? Was ein Scheiß, du meine Fresse, herzlich willkommen in der Welt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Bin ich jetzt mal ganz dezent drüber weggekommen. Genau, also herzlich willkommen nochmal in Montenegro, wo die Leute hier hoffentlich besser fahren als die Frauen. Die mögen Lagerta, glaube ich, nicht. Die haben was gegen Lagerta, glaube ich. Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ihr mindestens eine Kerze zu wenig gebrannt auf dem Leuchter, ey. Das kann ich dir sagen. Meine Fresse, ey. Ja, da ist ein LKW hinter mir. Ach, guck mal, der bleibt ja gar nicht stehen. Dabei will ich doch hier drehen mitten auf der Straße. Ohne Blinker. Das mache ich immer so. Ohne Blinker. Hör mal, die dummen Deutschen, die kennen das wieder nicht. Wenden in drei Zügen ohne Blinken und Anzeigen. Aber Hupart funktioniert von dir. Hupart funktioniert. Ich habe drei Stück davon. Alter, ey. Leute, ja, da kommt man,
da kommt man schon so ein bisschen einmal raus, so aus dem Flow, was man eigentlich erzählen wollte. Genau, wir sind jetzt in Montenegro. Unsere Handys sind quasi deaktiviert, zumindest was die Datennutzung anbelangt. Es ist hier so. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. 99 Cent pro MB. So, das lasst ihr jetzt mal bitte einfach mal so auf euch sacken. Das sind nämlich noch hier die guten alten Zeiten mit richtig Roaming. Ne? So, und deswegen sind beide Handys jetzt aus dem Internet raus. Wer was von uns will, muss uns anrufen. Das ist halt einfach so. Selbst das könnte uns Geld kosten. Und selbst das kostet uns 69 Cent. Genau, pro angefangene Minute. Deswegen, ja, ihr wisst Bescheid. Wir haben jetzt wie viele Kilometer noch zu fahren? 106. 106 Kilometer bis zum Zollhof in Podgorice. Der Zollagent, das war ein ganz netter Kerl, der hat das alles super gemacht. Ging schnell, kostete 30 Euro. Aber das finde ich ist noch vollkommen okay für die Arbeit von einem Zollagenten. Wenn er denn seine Arbeit richtig macht und wir morgen beim Zoll dann keine weiteren Probleme kriegen, ist mir das die 30 Euro dann auch durchaus wert. Das möchte man einmal so festhalten. Ihr merkt, ich komme jetzt so langsam gerade in den Flow des Erzählens. Wir sind jetzt hier natürlich in einem Bereich, der nicht einfach nur nicht zur EU gehört, sondern wir sind jetzt quasi mit dem Überqueren der Grenze, das ist wie als ob du in eine alte Welt reinfährst. Ihr seht es selber. Die Häuser, es ist alles ein bisschen rustikaler. Aber auch hier funktioniert das Leben. Das möchte ich einmal noch anmerken. Ne? Guck mal da hier, schönen alten Waggon zum Restaurant umgebaut, kann man mal machen. Wir fahren hier gerade durch wunderschöne Landschaften, auch wenn ihr davon nicht ganz so viel seht. Guck mal da, Wasser, Sonnenuntergang, kann man sich mal geben. Was machen wir heute Abend ohne Internet? Ja, was Daniel macht, ich habe keine Ahnung, aber ich werde auf jeden Fall mal anfangen, Video zu schneiden. Denn wir werden definitiv jetzt ein bisschen länger Pause haben. Weil ich glaube nicht, dass morgen früh um 8 Uhr die Zollangelegenheiten geregelt sind. Nein, 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 nein. Selbst wenn wir dann 50-Euro-Schein mit reinlegen. Obwohl, nee, die haben ja die Papiere schon. Wir können ja nirgendwo was reinlegen. Ne? Also von daher, wir warten morgen mal einfach ab. Und wenn um 8:30 oder so, wenn wir dann noch nicht gesehen haben, wie sich das genau verhält, weil wir beobachten dann einfach, was dann auf dem Zollhof los ist. Da kann ich heute Abend aber nochmal drauf eingehen. Wenn wir sehen, da tut sich nichts oder so, dann gehen wir dann mal rein zum Zoll und dann werde ich mal ganz vorsichtig fragen, in der Hoffnung, dass da zumindest einer von den Zollbeamten auch ausreichend Englisch spricht. Oh, ist das schön, Alter. Ich habe ja nur eine Frage bei Montenegro. Wollen die Leute alle von einem 40-Tonner überholt werden? Ja, das ist da irgendwie Lust zu? Ja, das ist ja alles so ein bisschen rustikaler, möchte man beinahe behaupten. Hier kommt entspanntes Fahren. Nee, da haben sie sich einmal ein bisschen vertan, möchte ich sagen. Aber ey, Leute, guckt euch das an. Hier wachsen Palmen. Hier wachsen Palmen. Alter, ist das. Gut, Bürgersteige gibt es hier nicht. Ja, das stimmt. Also man muss hier wirklich aufpassen, dass man immer ein Auge drauf hat, ob hier ein Fußgänger rumläuft. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auch bei Tageslicht hier durch die Gegend fahren. Im Gegensatz hätte kein LKW entgegenkommen, sonst passt das nicht. Ganz genau. Aber der Fernlicht aus. Der stand berghoch, der hatte kein Fernlicht an. Doch, der hat beide Scheinwerfer an. Ja, das ist kein Fernlicht hier in Montenegro. Das sind einfach nur die Achtung, ich bin da Scheinwerfer. So. Ja. Interessant, ja genau. Also wir werden jetzt hier um diesen, ja, in Norwegen würde man jetzt sagen Fjord, weil letztendlich ist das ja quasi auch nichts anderes, um diesen kleinen Meerbusen werden wir jetzt drumherum fahren müssen. Das kostet auch ein bisschen Zeit. Ein LKW-Fahrer, der Linie Montenegro-Deutschland fährt, der fährt immer nach Paderborn hoch und wieder zurück. Den haben wir an der Grenze getroffen, der hat uns dann auch gesagt, okay, fahrt mal bitte auf den und den Ort zu. Ja, jetzt stehen wir natürlich wieder vor dem Problem, ne? Kein Internet. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht mal eben bei Google Maps oder so gucken. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal in Gottvertrauen auf unser TomTom. Ne?
Weil er sagte nämlich, da gibt es eine Strecke, wenn du die lang fährst, Katastrophe. Und wenn jemand aus dem Nicht-EU-Ausland zu dir sagt, Katastrophe, dann ist das eine Katastrophe. Dann ist das Holland in Not. Ja. Ne, und da sind schon wieder Leute, die auf die Straße gehen und auch nicht gucken und nix. Nee, das ist schon völlig Gottvertrauen, so uns wird schon nichts passieren. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Man kann ja auch drehen ohne Blinker. Die Leute müssen ja wohl telepathiemäßig wissen, was ich jetzt vorhabe. Ja. Was sagen denn die Temperaturen aktuell? 14 Grad. 14 Grad. Guckt euch das an. Und das in der Abenddämmerung noch. Hm. Das kann man sich mal geben. 40. Ja, auf jeden Fall gibt es hier auch Werbung direkt auf der Steinkante gemalt. Soccerbett. Max-Bett. Ja. Mit den Wetten wird Geld verdient. Das ist immer so. Und da kann ein Land auch so arm sein, wie es will. Gewettet wird immer. Also du siehst, um was wir da noch rumfahren müssen, ne? Ja, ist alles voll. Weil wir ja nicht über den Berg können, müssen wir ums Wasser drumherum. Ich habe vorhin gesehen, dass da auch eine kleine Fähre ist. Ich habe mir das angeguckt, so gut es ging, auf dem Satellitenbild, als wir noch Internet hatten. Und das sah leider überhaupt nicht so aus, dass man da mit dem LKW drauf kann. Und dementsprechend, ja, shit happens. Fahren wir jetzt einmal außen rum. Fahrzeit hast du noch genug? 4 Stunden. Ach, 4 Stunden, Mensch. 4 Stunden möchten wir aber schon längst im Dingen stehen. Auf Zollhof. Da fliegt eine Drohne. Da merkt man so richtig, dass wir aus der EU kommen. Wir bremsen doch. Alle anderen, die brettern da so gnadenlos mit 10 cm Abstand vorbei. Ja, kann man ja auch mal machen. Und wir müssen zumindest wie viel einhalten, Sascha? Für 50. Deutschland? Was? 50? Hm? 50 km/h oder was meinst du? Nee, viel Abstand müssen wir zu den Personen haben. Lass uns das einfach nicht erwähnen, wir sind nicht im EU-Ausland. Ne? Hier reichen 21,4 mm Sicherheitsabstand. Ja, glaube ich auch. Ich muss mich erstmal gewöhnen hier. Ja, in Deutschland 2 Meter, ne? Die Fahrumständen hier anpassen, überhaupt. Wer fährt auch einfach mal sein Grünzeug durch die Gegend? Okay. Aber Leute, ist das schön. Also, ja, ich bin ja so ein Typ, ich bin immer sehr begeistert, wenn ich mir sowas dann wieder reinziehen kann. Und ja. Was uns der Kollege aus Montenegro auf jeden Fall auch gesagt hat, das wird so um die 3 Stunden brauchen bis zum Zollhof. Wir sind übrigens auch verplombt worden vom Zoll. Das heißt, du fährst von der Grenze weg und fährst mit einer Plombe zum Zollhof und erst dort wird dann auch die Plombe geöffnet wieder. Vorher darfst du halt nicht abladen. Das wollen die genau damit sicherstellen, dass du nichts zu- oder ablädst. Denn das dürfen wir ja nicht. Ne? Wir haben deklariert eine Küche, 650 Kilo. Und genau die dürfen wir abladen und genau die dürfen wir auch am Zollhof noch drauf haben, mehr nicht. Warum fahren wir hier nicht eigentlich mal mit Pflegebetten hin? Die bräuchten doch bestimmt auch ein paar, oder? Nächste Woche wäre ich dabei. Ja, also ich würde ja auch mit Pflegebetten runterfahren. Solange es ein gelenkter Einachser ist und nicht so eine Zweiachs-Stahlbude. Eisenschwein. Macht, was immer ein Eisenschwein macht. Es ist schwer und ungelenkig. Es ist ein Eisenschwein. Ich habe gute Laune. Weil der Tag auch gut gelaufen ist. Ich hab jetzt gerade hier schon, was die Abwicklung anbelangt, habe ich mit deutlich mehr Wartezeit gerechnet. Ja, da habe ich Glück gehabt. Das ging relativ gut. Wir haben auch in Kroatien die Frau vom Zoll, die unsere Papiere durchgearbeitet hat, die sprach sogar Deutsch. Nicht perfekt, aber ist ja egal. Ey, die ist 1500 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt oder fast 2000 Kilometer. Da muss man nicht Deutsch reden können und sie konnte es trotzdem. Generell fällt uns auf, dass hier
mit den Menschen, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, sprachen viele Deutsch. Und die, die kein Deutsch mit uns gesprochen haben, sprachen sehr gutes Englisch. Und ja, bitte denkt daran, bis 1990 wurde hier noch Russisch gelernt und nicht Englisch in der Schule. Sind das nicht wunderschöne Bilder? Ja. Wir werden noch im Laufe des Tages noch ein paar Aufnahmen machen. Gerade vielleicht vom Sonnenuntergang müssen wir mal gucken. Hallo. Das war schon Baum. Und ja. Dann schauen wir mal. Was hat sie gesagt? Ich höre. Ach so. Du hast gesagt, das war ein Baum und ihr Tom-Tom wahrscheinlich. Richtig. Tom-Tom? Hey, Tom-Tom. Ja, das mit dieser Sprachfunktion, das funktioniert mal und mal nicht. Das ist wie der Hund, der aufs Kommando horcht, ne? Sagst du, komm her oder nicht, kommt er her oder nicht? Das war ein Baum, ich hab grad ein Äst hier gestrichen. Ja. Wenn ich ganz Baum gestriffen, dann würde ich nicht mehr so ruhig drin. Dann würdest du mich jetzt auch nicht mehr so ganz ruhig erleben. Ja. Aber naja. Keine Sorge, ich werde dann auch nicht mehr ruhig. Ja, das wäre auch besser so. Okay, Leute. Ich melde mich später nochmal wieder. Ach, ich kann einfach die Kamera irgendwie gefühlt nicht ausmachen. Machen wir jetzt aber. Tschüssi. Ja, Freunde. Saschas Abenteuerreisen oder Möbelkutschers Abenteuerreisen, je nachdem wie ihr es sehen wollt, genau den Part werden wir jetzt mit euch bestreiten. Es geht gleich auf die Fähre drauf. Und dann fahren wir rüber. Das sind nur 200, 300 Meter oder so. So, ich glaube, das hier ist das Dingens. Mal gucken, wann wir uns mit rübernehmen. Ja. Geben Sie ihm den kleinen Zettel oder den langen Zettel? Den langen Zettel, ne? Muss ich mal den langen Zettel nochmal vorsichtshalber rausziehen. Ja, wir haben das letzte Mal gefahren, als ich mit dem Scania über den Comer See gefahren bin. Und dementsprechend können wir euch heute nochmal was ganz Ähnliches bieten. Das freut mich und Daniel wahrscheinlich sehr. Seine erste Mini-Fährüberfahrt wahrscheinlich, wenn er nicht schon mal über die Elbe übergesetzt ist. Ja. Und dann schauen wir mal. Können wir einfach losfahren, ist die goldene Frage. Ich weiß es nicht. Die anderen fahren auch immer einfach los, ne? Ja, aber die fahren PKWs. Das ist, da passt ja normalerweise nur ein oder zwei. Jetzt kannst du. Mit Gang macht sich das geiler. Also definitiv. Muss mal fragen, welchen von den beiden er braucht. Genau, du musst ein bisschen Bogen fahren wieder. Which one will need you? The long one or the small one? Ah, okay. Gut, dann ist das hier unsere Quittung und genau, Daniel pumpt jetzt schon mal ein bisschen an, so, und dann geht es nämlich für uns jetzt rauf auf the boat, so, dann fährst du einfach in die Mitte rein und direkt wieder runterlassen, damit der, genau, und jetzt fährst du einfach auf das Auto da vorne fort. Dürfen wir im Auto sitzen bleiben? Ja. Cool. So, wir lassen mal hier noch die Spiegel dran. Genau, aber du musst schon vorziehen, weil das geht ja hier nach Lademeter. Ja, ist alles gut, aber ich versuche gerade aus dem Spiegel. Ja, das grüßt aber eben. Da bin ich, jetzt, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. So.
Ja, Leute, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Jeder sollte mit dem Boot übern Meerbusen mal gehen. Oder so. Oder so. Komm, hier draußen können stehen. Ich mache meine Standheizung. Genau, 27 Euro für die Überfahrt. Sehr angemessen. Ich habe damals über den Comasee, das waren 37 Euro bezahlt. 37, 7. Das waren auf jeden Fall unter 40 Euro. Dann, ja, das ist schon cool. Na, da kriegt man ein bisschen was geboten, gebauten. Na? Bezahlen konnte man das Ding bar oder auch mit Karte oder mit dem Handy. Also es geht alles. Und setzt ja. Setzt uns ja da hinten schon wieder drauf. Ja, ja, es sind nur 200-300 Meter. Wir müssen noch die Fähre fahren. Wir hätten den Fluss nämlich gar nicht rumfahren dürfen. Oh. Das ist kein Fluss. Das ist tatsächlich. Ja, das Meer. Fjord. Der Fjord. Aber wir hätten auch nicht rumfahren dürfen. Also ja. TomTom sagt, das ist begrenzt. Ja, ist doch gut. Das spart uns, keine Ahnung, auch Kilometer ohne Ende. Ja, er hat leider nur noch 94 Kilometer. Und dabei wollte das TomTom ursprünglich gar nicht über die Fähre. Bei der ersten Berechnung. Aber ist egal. So. Tja, was. Was soll man machen? Normalerweise müsste ich jetzt die Drohne auspacken und dann noch das Schiff verfolgen mit der Drohne, aber ich habe da jetzt auch keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Es ist kalt draußen. Ja, genau. Es ist kalt draußen und es sieht auch aus, als wäre es ein bisschen windig. Tja. Herrlich. Sobald wir gleich ablegen, mache ich die Kamera wieder an und dann gucken wir uns das mal ganz in Ruhe hier, wie das läuft. Wie gesagt, also das Ziel, das ist da vorne. Das ist wirklich nicht viel. Lass maximal 300-400 Meter sein. Pumpen wir den Wassertank leer, weil wir draufstehen? Ja, vielleicht ist das Ding auch ein bisschen undicht, das weiß man ja nicht. Deswegen zieht er da vielleicht gerade einen Schlauch raus. Ist auf jeden Fall eine Tauchpumpe. Ja. Ist auf jeden Fall eine Tauchpumpe. Ja gut, die haben Ballasttanks, die müssen ja das Niveau ausregulieren. Der hat ja richtig schön gerade da dran gestanden, als ich hier Comasee drüber gefahren bin. Das war eine ganz andere Aktion und da war natürlich dann auch noch der Fall keine Luftfederung Vorderachse. Das ist ja, wir haben, hier sind wir ja mit sowas von Luxus unterwegs momentan. Kann man sich ja kaum vorstellen. Herrlich. Jetzt geht's los. So, eine wilde Fahrt, eine Runde rückwärts, eine Runde rückwärts. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ah, nee, ein Auto kommt gerade noch drauf gefahren. Obwohl schon geklingelt hat. Ja, die wollen los. Wir essen zeitlich immer. Ne? Betriebsbremse 1 und Betriebsbremse 2 löst ja. Immer so was, weil wir essen zeitig. Habt ihr euch denn jetzt eigentlich schon darauf geeinigt, ob das hier Sir Klaxelot oder aber Chick Norris ist. Nee, Chick Norris, Chick Jagger. Chick Norris wäre auch noch cool gewesen. Nee, Cluck Norris hat es gesagt, ne? Ey, lässt du das jetzt? Das Huhn hat Panik, weißt du was? Das fühlt sich gerade hier wie bei Vaiana. Kennst du das Hühnchen aus Vaiana? Sag nicht, du hast den Film nicht gesehen. Doch. Genau so ist das Hühnchen gerade drauf. Da weiß er Bescheid. So, ich hoffe, dass Dieselmotor links läuft. Dieselmotor rechts nicht. Doch, der flimmert doch voll. Tut er? Ja. Bei mir ist es richtig nur den linken bei mir. Also hier, wenn du gegen das Grün guckst, dann siehst du richtig, wie das flimmert. Die machen die ja nicht aus. Ich glaube, die laufen. Aus. Der ist gerade wieder angekommen. Ja? Der kann richtig schön rausholen. Naja. Oh, da sitzt ein Kind neben uns im Auto und das freut sich gerade total, dass wir ein Hühnchen in der Scheibe haben. Ja, Klaus Bärbel. Sag mal, Klaus Bärbel, wolltest du dir das nicht eigentlich auch mal gönnen hier? Du bist da so eingepackt in Klamotten. Komm, geh doch mal bei Daniel auf den Schoß, der bringt dir das Fahren mal so ein bisschen bei. Komm, Klaus Bärbel, wir zeigen dir das jetzt. Du kannst das gleich machen, ist mir einfach zu anstrengend. Ja. Nee, das kannst, setz mal vorne in Samatome dran, das so. Finden die alle lustig. Okay. Komm, Klaus Bärbel.
Du hältst die Stellung nach vorne. Der soll ja auch was erleben, ne? Der soll ja nicht leben wie so ein Faultier, hör mal. Ne? Klaus Berbe regelt. Eigentlich wollte Klaus Berbe gerade das Fahren beibringen. Ja, ja, das kann er schon, das hat er bei mir schon gelernt. Das ist anstrengend hier zu fahren. Die fahren wie die Besenkis hier. Echt, ey. Ach, herrlich. Die alle besoffen. Ja, vielleicht sind sie das, keine Ahnung. Ja, was soll man sagen? Es freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt geklappt hat. Ja. Müssen wir nur noch trocken ankommen. Kriegen wir schon hin. Das Ding ist hier schon zu Lenins Zeiten gefahren, also wird er wohl heute auch noch nicht untergehen. Ja, jetzt gehen die Dieselmotoren mal richtig los, hör mal. Schäfer, Wildunfall. Da siehst du, da ist er jetzt auch ordentlich am Ruß. Was für ein Tier haben sie denn getroffen? Fisch. Ja, Verkehrsunfall, Fisch getroffen. Nein, Wildunfall. Ja. Ah, die beste Beschleunigung hat der Kahn jetzt nicht unbedingt. Andersrum fahren, ja. Ja, ja, die Auspuffrohre zeigen ja auch nach hinten normalerweise. Das heißt, wir fahren jetzt quasi falsch rum über das Wasser, um dann hinten dann nochmal zu drehen beim Anlegen. Tja. Ja, Daniel, was sagen Sie denn hier zum Möbelkutschers Abenteuerreisen? Bisher alles fein gewesen, ne? Ja. Bis darauf, dass ich komisch, also heute schon zweimal echt in die Eisen gehen durfte wegen irgendwelchen Personen. Ja. Der eine kommt mir einfach im Gegenverkehr entgegen. Kann man sehr entgegenkommt heute Morgen, ja. Der eine war echt sehr entgegenkommt. Was denn das Wort ist? Dann haben wir noch einen LKW erlebt, der mit dem Reifenplatzer unterwegs war und übelst lange noch fahren musste, da es keine sichere Möglichkeit zum Halten gab. Der hat aber trotzdem alles richtig gemacht, der war schön langsam unterwegs. Wir sind dahinter geblieben, haben das Ganze noch so ein bisschen, also überholen konnten wir da eh nicht, davon abgesehen. Genau. Aber wir sind natürlich mit Abstand dahinter geblieben, sodass es ja, uns nicht dann noch trifft, wenn dann sich die Karkasse löst und dann uns dann vor die Karre fliegt. Das muss nicht sein, weil da Gerta, die mag ich einfach zu sehr, als dass ich da irgendwelche Risiken eingehen möchte. Da drüben seht ihr mal so ein Boot, wie das aussieht. Ja. Und jetzt fahren wir einfach mal eine Runde rückwärts. Hast du dafür extra bezahlt? Na, ich habe doch die Chips geholt. Ich wollte gerade sagen, ja. Das wurde bestellt. Und was ist das denn für ein scheiß Musik-Express, wenn hier nicht mal Licht ist und keine Musik? Naja, Disco könnten wir hier drin selber anmachen, aber... Nee, das, ich glaube auch, dass das Radio hier in dem Land auch nicht viel Besseres hergibt als das in Kroatien. Also kroatische Radiosender... Sorry. Da ja gewisse Musikanbieter, ne? Ja, die du hier aber auch nicht nutzen kannst wegen Internet. Das ist kein Problem, ich habe meine alle gedownloadet. Ei, ei, ei. Das ist schon ganz cool. Warum sind hier eigentlich Seerobben drauf? Sind hier Seerobben? Das kann gut sein, ja. Das kann sehr gut sein, dass hier Seerobben in dem, ich, wie gesagt, ich sag einfach Fjord, ich weiß nicht, wie man es auf, wie die, wie es hier in Montenegro genannt wird, aber für mich ist das ja einfach ein Fjord. Das ist das Meer, was sich in die Berge reingebahnt hat. Ich bin ganze 11 km. Echt? Guck mal hier. Schäfe, Schäfe! Ich nix gut, was kaputt gegangen das ist. Ja. Und natürlich machen wir jetzt mal obligatorisch, das machen wir mit euch, ein Erinnerungsfoto. Klaus Berbe will mit drauf.
Ja, Leute, wir werden jetzt hier diese unsagbar weite Strecke mal noch hinter uns bringen. Beim Anlegen mache ich euch dann nochmal an. Na? Bis gleich. Herrlich. Ja, Leute, es ist schon wieder soweit. Wir fangen schon wieder an, uns zu drehen. Was zumindest das sichere Zeichen ist, dass wir nicht rückwärts runterfahren müssen. Fahren eine lange Fernfahrt. Ja. Ist doch aber okay. Sind wir ordentlich der Gärtner? Ja. Jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Nun haben Glückstadt. Da geht die L-Fähre. Genau. Ja, will der denn jetzt noch drehen oder? Hoff's. Ja, macht er, guck mal, er macht da vorne schon runter. Ja, da vorne sind auch die Handlade noch. Ja. Der Dieselmotor, der rechte, hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Aber er hier wirklich nicht. Nee, ich weiß die ganze Zeit. Aber es ist groß da, so hat es Leistung. Machst du mal die andere Kamera an? Ganz klar, Klaus Werbe können wir auch, glaube ich, wieder nach hinten setzen. Ne, den unteren davon. Ja, den hier. Ja, genau. Ich gebe die Kamera her. Mach mal das Kabel davon. Unten das rein. Und relativ weit unten. Ja, jetzt bringt sie nämlich auch mal wieder. Klaus Bärbel, als die Stellung geht, ne? Beleidigt wieder Autofahrer, um nicht mehr Vollbremsung zu machen. Kurva, man, Giovanni, Brot! Why are you doing this? Why are you doing this? Ja, wenn richtig viel Betrieb ist, brauchen sie die wahrscheinlich auch. Die große? Ja. Weil ihr seid hier, ich glaube, mehr als zwei LKWs packen sie hier nicht drauf. Die über den Koma See, die war noch deutlich enger, ne? Da hast du ja gesehen gehabt, wie eng ich da in dieser Buchte drin stand. Da war ja wirklich nur ein Platz für LKWs. Schlägst du nämlich ganz schnell mit dem Auflieger hinten auf. Gut, halt schon. Na, so seine Einparkkünste, die gefallen mir jetzt aber nicht so. Haben wir doch schon mal besser gesehen, oder? Ja. Und die Ärzte sind schon so nervös, dass sie vorwärts fahren. Perfekt. Grazie mille.
Das war wohl auch schon so knapp, Alter. Hat wieder runterlassen. Ja, Leute. Das war sie. Unsere kleine Bootsfahrt. Und wir melden uns dann später nochmal wieder. Aufnahmen machen wir jetzt gleich mit der anderen Kamera. So können wir noch ein bisschen Musik drüber legen. So wenn wir so in den Sonnenuntergang reiten als Lone Ranger. Und dann sage ich erstmal bis später. You say you are lost and you're in need of some advice. I'll try to be honest, though it's easier to lie. And you can say that I'm crazy, that you think you're not ready, but I'm telling you, baby, get up and get out, get up and get out. Freunde, Daniel. Ja. Haben wir endlich Feierabend? Ja. Schön, ne? Quälerei. Wollt ihr wissen, warum er Quälerei sagt? Daniel, sag mal, was geht gerade auf TikTok ab? Keine Ahnung. Was geht gerade auf YouTube ab? Keine Ahnung. Was wurde dir zuletzt auf WhatsApp geschrieben? Keine Ahnung. Wieso hast du keine Ahnung? Weil wir alle kein Internet anhaben. Genau. Wir haben unsere mobilen Daten natürlich aus. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt, dass man das besser macht, wenn man es ins EU-Ausland, also nicht EU-Ausland fährt. Übrigens hier, mein Reisepass wurde heute offiziell entjungfert. Direkt hier an der Grenze von Montenegro. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich noch einen Ausreisestempel, wenn wir wieder rausfahren. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Und denn die Briten stempeln ja nicht mehr oder machen sie gar nicht bei deutschen Pässen. Tja, sonst hätte ich da schon so die einen oder anderen Stempel mehr drin. Aber naja, was willst du machen, ne? Jetzt haben wir wenigstens mal aus Montenegro einen Stempel. Ja, mobile Daten. Also man merkt jetzt, und das kann ich auch ganz ehrlich so sagen, wie abhängig jeder Mensch für sich selber von diesem bescheuerten, beschissenen Internet ist. Das merkst du dann, vor allen Dingen ganz dringend, wenn du mal keins hast. So wie wir jetzt. Jetzt haben wir Feierabend, wir haben beide nicht dran gedacht, uns vorher bei Netflix Serien runterzuladen auf die Mobilgeräte, damit wir wenigstens jetzt irgendwas gucken können. Ja, das war dumm gelaufen, ne Daniel? Wir haben beide noch davon gesprochen vorgestern. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Gestern hat mich Daniel nämlich noch angefixt mit einer neuen Serie, wo ich wieder voll im Suchtfaktor bin, Seriensucht. Genau, und jetzt stehe ich hier und kann die Serie nicht weiter suchten. Wir werden... Ach, wo stehen wir denn überhaupt? Leute, wir stehen auf dem Zollhof. Hier in Podorice. Oder wie hieß das? Ich guck noch mal rein. Wir haben ja Zeit. Viel Zeit. Wir sind in Podgorica. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier der Parkplatz vom Zollhof. Wir sind hier rein. Dann wurden unsere Zollpapiere schon einmal abgestempelt, so nach dem Motto, ihr seid auf den Zollhof gekommen. Dann noch eine Kleinigkeit, das hier sind die Parkgebühren, die anfallen. 21 Euro am zweiten Tag und jeder weitere Tag 14,70 Euro. Die du bezahlst, weil du hier stehen musst, weil ja deine Dingens abgefertigt werden muss, deine Ware. Also das nenne ich mal eine waschechte Zwangsabgabe. Nee, draußen kann man sich nicht hinstellen und verzollen. Ah, du musst auf dem Zollhof stehen. Ja, und wenn das hier 36 Stunden dauert, dann sind das schon mal die ersten 30 Euro nur fürs dumme Rumstehen, ohne WLAN und leider auch, so wie es aussieht im Augenblick, ohne Toilette in der näheren Umgebung. Denn vorne an der Einfahrt, die ist, keine Ahnung, wie viel, da sind bestimmt 200 Meter gefahren, oder? 300 Meter? Hm? Also sind bestimmt 200-300 Meter gefahren, ne? Mhm. Von der Anmeldung bis hierhin. Und vorne an der Anmeldung war wohl auch ein Klo ausgeschildert. Aber wer läuft 600 Meter, um einmal Pipi zu machen? Ich bitte dich, dann bin ich wieder am LKW, muss schon wieder Pipi.
Oh, Daniel hat es nicht mehr ausgehalten. Daniel hat sich gerade das Internetpaket gebucht. Mit, ich glaube, 1, irgendwas Gigabyte bei seinem Anbieter. Ja. Meinst du, ich lasse dir, du stehst auf dem Zollhof, du weißt sowieso nicht, wie lange du hier stehst. Bis morgen Mittag bleibe ich hier nicht ohne Internet stehen. Ja. Sind nur leider sehr schnell weg, ne? 1, irgendwas Gigabyte. Geht eigentlich. Ich download mir nämlich jetzt eigentlich auch nur irgendwie scheiß Serien. Ja, was hast du da? 300 MB? Pro Serie? 400 MB? Wollen wir es gleich mal sehen. Das ist nämlich, ich glaube, eine Stunde Netflix sind so um die 600 MB oder so. Jetzt mal gucken. Naja, wir haben morgen auf jeden Fall noch einen schönen Weg, wenn wir den Kunden fertig haben. Dann haben wir einen richtig schönen Weg vor uns bei Tageslicht. Den sind wir jetzt natürlich hauptsächlich bei Nacht gefahren. Oder in Dunkelheit. Es ist ja noch nicht Nacht, es ist Abend. Aber da war nichts, was man euch hätte zeigen können. Ich könnte euch auch mich zeigen. Ich könnte mal mein Beauty-Face angucken. Ja, das sind so die ersten Nebenwirkungen von Internetlosigkeit. Ich würde sagen, wir machen es jetzt auch einfach so. Wir lassen jetzt für heute erstmal hier gut sein. Starten morgen wieder rein. Mein Tipp, mein ehrlicher Tipp, wann wir hier morgen wegkommen, nicht vor morgen Mittag. So schnell wird der Zoll nicht sein. Die wissen, dass wir da sind. Wir sind registriert. Die wissen, auf welchem Parkplatz wir stehen. So, die fertigen uns aus und dann kommen die zu uns. Wann? Steht auf dem Zettel nicht. Und anhand der Größe des Parkplatzes und der Fülle an LKWs, die schon vor uns hier standen, gehe ich mal davon aus, dass das halt, wie gesagt, mindestens bis Mittag dauern wird. Aber das werden wir dann auch genau sehen. So. Daniel, wolltest du auch noch was sagen? Daniel hat gerade richtig gar keinen Bock. Ja, das. Dann halten wir ihm jetzt auch die Kamera nicht weiter ins Gesicht, das bringt ja nichts. So Leute, bis morgen früh. Rinjauen. Murphy's Law. So, es ist jetzt, wie spät haben wir es jetzt? 14.15 Uhr. 14.15 Uhr. Aus 2 Stunden wurden mal akkurat 6 Stunden. Kann passieren, weil irgendwas in den Papieren, da gab es Unstimmigkeiten. Deswegen hat es wohl länger gedauert. Aber wir können jetzt losfahren. Das sind nur wie viele Kilometer? 9,1. Ja, gut. Parkschein hat er ja auch abgestempelt. Genau. Dann ist es nämlich kostenlos, wenn du hier für Dingen stehst, für den Zoll. Ist ein Stempel drauf, ne? Mhm. Gut. Alles klar, dann können wir jetzt nämlich gleich los zum Kunden und endlich mal auch was ein bisschen von diesem Land genießen, anstatt hier nur im Dunkeln reinzukommen, den ganzen Tag hier auf dem Zollhof zu stehen und im Dunkeln wieder rauszufahren. Das war nämlich nicht unser Plan. Na? So, ich melde mich später wieder. Bis gleich. So Leute, dann sind wir endlich raus aus dem Zollhof. Ja, Montenegro. Der Schwarze Berg. Schön. Rechts kann nichts kommen. Ach, er will wenden. Ah, nee. Blinken wird völlig überbewertet. So, also. Wir fahren jetzt mal zum Kunden. Die haben eine Haltelinie gehabt, alles gut. Ja, das war jetzt gerade ganz komisch, weil wir auch Vorverdachtenzeichen hatten. Okay. Waren aber schon drüber. Macht dann auch herzlich wenig interessiert. Also wir haben jetzt eine Adresse gekriegt, wo wir hinfahren sollen. Und Daniel lässt sie sich jetzt von Google Maps gerade noch vorsagen quasi. Für uns geht es jetzt zum Entladeort.
ja, mit dieser SIM-Karte, die ich mir gekauft habe, da kann man mal gar nichts anfangen. Also wirklich gar nichts. Weil mit Ekelnetz, also ist so eine schlechte Verbindung, das ist, da kommt ja gar nichts bei um die Ecke. Ob du da jetzt Internet hast oder nicht, da kannst du 500 GB Internet haben, aber du kommst halt mit, ich habe jetzt 12,19 MB verbraucht von 500 GB. Wisst ihr Bescheid? Ja, so ist das im Leben. Jetzt wollen wir mal hier durch die Hauptstadt ballern. Ach ja. So ist es im Leben manchmal. Stehst du 6 Stunden auf dem Zollhof, damit er dir dann sagt, es gab irgendwas mit den Papieren, war nicht ganz geil. Ja. Aber ich hab geklemmt. Ja. Schöne Gegend hier an sich, ne? Sagen. Natürlich ist das jetzt nicht alles brandneu. Wir sind halt tatsächlich im alten Ostblock unterwegs. Das darf man nicht ganz vergessen. Daniel, auf einer Richterskala von 1 bis 10, wie froh bist du, dass wir da jetzt endlich weg sind? 20. 20, genau das wäre auch mindestens das gewesen, was ich von dir hören wollte. Von mir gibt es nämlich auf einer Richterskala von 1 bis 10 auf jeden Fall eine 2178. Und wie froh bist du, wenn wir heute Abend wieder über die Grenze sind nach Kroatien? 1000%. 1000. Ja. Ihr könnt euch das mal angucken, wie die Menschen leben. Ja? Das, was da jetzt war, das war ja kein Leben mehr, wenn man sich da mal die Sozialräume angeguckt hat. Ja, ja, die Toiletten, die waren echt nicht also, so toll. Das war schäbig, das ist Todes. Aber das ist halt, ja, es sind halt LKW-Fahrer, ne? Wir sind ja nicht so wichtig und dementsprechend ja, muss kann man so stundenlang stehen. Ne? Genau, deswegen kannst 16 Stunden. Deswegen kann man es mit uns machen. Also insgesamt haben wir über 17 Stunden jetzt da gestanden, oder? Mhm. Ja. War eine lange Pause. Jetzt können wir auf jeden Fall mal wieder 21 Stunden ballern. Und glaubt mir, Freunde, das werden wir auch machen. Das werden wir sogar sowas von definitiv machen. Ei, aber schöne Berge haben sie. Schöne Berge haben sie hier. Oh, das ist der Honda-Händler. Sind wir auch schon noch vorbeigefahren gestern. 21 Stunden, das heißt, wir kommen ein gutes Stück. Ja, normalerweise müssen wir fast bis Österreich kommen. Also wir werden auf jeden Fall wieder über Maribor fahren und das Stück, was Daniel gestern schon gefahren ist, das war nämlich echt nicht angenehm. Ihr habt es nicht gesehen, weil es dunkel war, aber das war echt nicht so schön. Ich hoffe, dass die Fähren auch später abends noch fahren, aber das denke ich auch. Ich denke nicht, dass sie um 22 Uhr Schluss machen damit fahren. Das wäre nämlich richtig doof für uns. Der Punkt ist nämlich folgender. Schaffen wir es bis mindestens zur slowenischen Grenze, schaffen wir es auch mit der nächsten Schicht nach Hause. Das ist jetzt für uns ein entscheidender Faktor. Wir haben ja schon die Hälfte vom Donnerstag verloren. Der ganze Freitag wird fürs Fahren draufgehen. Das so oder so. Jetzt ist nur die goldene Gretchenfrage. Schaffen wir es auf dem Freitag noch nach Hause? Also es wird Freitag spät, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber schaffen wir es überhaupt auf dem Freitag nach Hause? Oder wird es dann doch Samstag? Ja. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir fahren jetzt erstmal noch ein Stück bis dahin. Das sind nur noch 2-3 Kilometer oder so. Und dann schauen wir mal. Drin gehauen. Leute, was eine Tour. Sorry. Es tut mir leid. Müssen wir nicht links oder wo müssen wir lang? Rechts. Wir kamen von da. Okay. Also.
Und wo sollst du dann links abbiegen? Gar nicht. Jetzt fahren wir doch wieder zurück zum Zoll. Hier in die Richtung müssen wir ja auch. Wir sind ja nicht ganz von hier gekommen. Wir sind ja jetzt gerade auf der M2. Wenn da jetzt gleich der Honda-Händler auf der linken Seite kommt, dann sind wir von da gekommen. Ich guck gleich nochmal ins Navi rein, wieso sie vielleicht einen anderen Weg hier rauswählen will. Aber die Grundroute hat komplett gestimmt. Ja, Leute. Also wir haben das auch jetzt beim Abladen euch wieder nicht mitgenommen. Es tut mir leid. Allein auch deswegen, weil wir heute schon einiges zusammengeschnitten haben. Für einen kleinen Trailer. Und wir sicher sind, dass wir gar keine Entladeszenen brauchen, um ein spannendes Video für euch zu gestalten. Das können wir euch zu 100% versichern. Und ihr habt es ja jetzt eh schon gesehen. So. Wir fahren jetzt raus. Ich habe jetzt erstmal nur die Grenze eingegeben. Die ist so knappe 120 Kilometer entfernt. Denn die Straße an der Grenze ist bei unserem Navi für 10 Tonnen gesperrt. Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Und deswegen will das Ding, dass wir über Bosnien oder Albanien fahren. Und das machen wir nicht. Na, das machen wir nicht. Das sind wir nicht so. Oder Daniel? Aber hier wird der Honda-Händler nicht kommen. Hey, ich bin nicht täusche. Warte, wir sind gerade am Honda-Händler auf jeden Fall einmal vorbeigefahren. Als wir zum Kunden gefahren sind. Ja, also, sie haben mal den Kreisverkehr, wenn wir jetzt gerade gleich gekommen, müssten wir dann nach rechts. Ach so. Ah, da war ein Kreisverkehr. Das siehst du, habe ich gar nicht mitbekommen. Alles gut, dann habe ich nichts gesagt. Gut. Wir sind einfach nur froh, dass wir jetzt hier raus sind, Leute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt steht ein angenehmer Teil an. Wie viele Kilometer waren es insgesamt, als er das... 1800 irgendwas. Ja, also knapp unter 2000 Kilometer. Das ist schon eine Menge zu fahren. Mal hier irgendwann mal angefangen, was zu bauen und nicht fertig geworden, ne? Tja, wahrscheinlich keine Baugenehmigung gehabt oder so. So ist es halt. Sind die hier nicht? Na doch, wenn der Monach als einsturzgefährdet gilt, weil gar kein Dingens darüber geguckt hat, kein Architekt, dann bist du ja schnell am Arsch. Also ganz ohne Architekt. Ja, Leute. Ich melde mich später nochmal wieder. Wir kühlen jetzt erstmal ein bisschen runter, weil wir haben gerade echt zackig schnell gemacht. Das Abladen hat keine 5 Minuten gedauert. Und weil wir einfach nur noch weg wollen. Ganz ehrlich, es ist ein schönes Land, aber jetzt geht es wirklich danach, jetzt wollen wir auch nach Hause. Wir haben viel reingezogen uns diese Woche und wir werden uns auf dem Rückweg genauso viel nochmal reinziehen. Aber jetzt wollen wir da zumindest schon mal Richtung nach Hause. Und dementsprechend sage ich erstmal bis später.
So Leute, jetzt möchte ich euch das mal nicht vorenthalten. Das ist ein Phänomen, das habe ich schon ganz oft erlebt, in Italien und in Spanien. Der hat, ich nehme mal an, dass das ist kein Marmor, es sind auf jeden Fall Steinblöcke. Der eine, der da hinten drauf ist, der hat nicht mal einen Gurt drüber. Davon abgesehen, dass ein Gurt nichts wäre dafür, da gehören feste Ketten dran, hat er nicht. Der liegt da so drauf. Was ihr auch sehen könnt, ist, dass dieser Kipper ganz rechts, also rechts extreme Schlagseite hat. Ich frage mich natürlich persönlich immer, wieso man so durch die Gegend fährt. Ganz klar, das frage ich mich einfach. Denn das ist tatsächlich sehr gefährlich. Da habt ihr das gesehen? Einen schönen alten LKW. Aber dafür ist das hier umso schöner. Na, man könnte jetzt da gucken. Alten kaputten LKW überladen mit ohne Ladungssicherung. Oder man sieht Adria. LKW? Adria. Guckt euch das an. Der vorderste Block hatte eine Kette. Der hinterste nicht. Der vorderste war deutlich kleiner. Das hier ist ohne Höhen. Das kennst du aus dem Manuel. Freunde, so, jetzt sind wir gerade unten angekommen. Wir sind gerade den Berg runtergefahren. Serpentinenstraßen selbstverständlich. Und jetzt fahren wir gleich durch. Das müsste hier Budva sein. Und ja, also ich kann es nur so beschreiben. Generell ist die Adriaküste von beiden Seiten, also von der italienischen Seite und von der kroatischen Seite, extrem schön. Montenegro, aber auch. Klar sieht man jetzt hier unten, sieht es deutlich besser aus als zum Beispiel in der Hauptstadt, wo es nicht ganz so gepflegt war und noch so ein bisschen mehr, ja, ostblöckig, sage ich mal. Hier hingegen merkt man schon, dass auch hier der Tourismus ein bisschen Geld ins Land spült. Ne? Hier wird überall auch noch gebaut, es gibt viele Hotels. Die Straßen, mega geil, das war gestern Abend schon echt schön, weil das alles hier beleuchtet ist. Bei Dunkelheit. Was ist? Wie schön ist denn Montenegro? Montenegro ist ganz schön. Ist halt sehr altbackig, aber, ne? Ja, aber hier unten jetzt nicht. Hier jetzt gerade nicht. Hier ist ja schon wieder moderner, aber sonst Aussicht und so jetzt da oben von den Bergen ist schon echt der Hammer. Ja, es ist echt unglaublich schön. Aber ich habe immer noch sagen, wo ich finde Kroatien schön. Ja, Kroatien ist auch ein Stück schöner. Aber das hier ist noch so ein bisschen mehr Abenteuer. Ne? Das stimmt. Also, mein Kroatien ist ein Land in der EU, da fährst du einfach hin und fertig. Da brauchst du mehr als der Personalausweis, brauchst du da nicht. Hier hingegen, das ist ein Land, wo schon wieder viele deutsche LKW-Fahrer nicht hinkommen. Oder im Laufe ihrer Fahrerkarriere oder wie auch immer man das nennen will, nicht unbedingt langfahren. Die Leute laufen alle so dick angezogen, ey, und ich draußen im T-Shirt bei, was haben wir, 15, 16 Grad? Ja, 14. 14. Oh. Leute sind angezogen wie im tiefsten Winter bei 15 Grad, ey, und ich denke mir so, Leute, 5 Grad mehr und ich hänge meinen Bauch nackig in der Sonne. Weißt du? Unglaublich. Ja, wie gesagt, das ist Budva, eine, wie ich finde, ja, Vorzeigestadt für Montenegro. Also ich denke einfach mal, dass, wie gesagt, alleine durch den Tourismus ist hier viel Geld reingekommen und da, wo viel Geld reinkommt, da kann auch investiert werden. Ne? Einfach schön. Ich gehe auch mal davon aus, dass die meisten Häuser, die da oben am Hang sind, die haben bestimmt auch so Airbnb oder Geschichten, ne? Die zu vermieten sind oder was weiß ich. Denn jeder da oben am Hang hat einen super Blick aufs Meer. Oh. Ey, wir haben gebremst und machst einen Meter zurück? Das ist aber komisch. Normalerweise laufen die uns alle vor die Karre. Und jetzt, wo sie sehen, dass wir bremsen, machen sie langsamer. Und, oh nein. Nein.
Wir sind auf der falschen Spur. Ach, kann passieren. Kommt ja keiner. Bisher nicht. Ich habe jetzt auch schon dreimal die grün blinkende Ampel als Glück zum Bürger. Ich wollte ja. nicht. Ja. Also uns geht's auf jeden Fall super. Das können wir nach wie vor sagen. Natürlich, was kann ich groß erzählen? Ne? Das ist ein Land, wo ich selber nicht den allergrößten Erfahrungsschatz zu habe. Und dementsprechend, die sind doch alle so stumpf, ne? Da lässt sich keiner rein, ne? Also die zur Fahrweise aus eigener Erfahrung können wir jetzt euch schon mal sagen, die ist sehr stumpf hier. Sehr, sehr stumpf, dumpf. Miteinander ist nicht. Hier ist der Schnellere, der Stärkere. Das kann man auf jeden Fall für dieses Land wohl so allgemein festhalten. Auch mit der relativ kurzen Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Warum bremst du eigentlich immer so, dass hier Papiere durch die Gegend fliegen? Tut das Not? Tut das Not? Kann auch jemand überfahren, aber das macht. Nee. Du sollst hier niemanden überfahren. Möchte ich eigentlich persönlich auch nicht. Na siehst du, dann sind wir schon mal zwei. Ich kann schlecht voraussehen, dass von links irgendwo Menschen raus sind. Und noch langsamer Fahrkörper stehen. Naja, jetzt übertreibt man nicht. So langsam sind wir ja auch nicht unterwegs. Oder oben wird auch fleißig gebaut. Ja, das hier ist eine ganz, ganz entscheidend wichtige Strecke. Ne? Und ihr seht ja, wie eng das ist. Das führt ja halt einfach durch die Stadt durch. Die Stadt ist am Hang. Da ist halt nicht viel mehr Platz. Was ist das denn für ein VW Rutan? VW Rutan. Kenn ich nicht. Sah auf jeden Fall komisch aus. Und stand ja, das sah aus wie so ein Auto, was VW vielleicht in Südamerika verkauft. Das war wie so ein Chrysler Voyager von der Größe. Und noch größer, würde ich sogar sagen. Ganz komisch. Habe ich noch nie gesehen. Ist der Mann, der hat so alt, ich komme der trotzdem nicht hoch. Ein Schwarzfahrer. Hebt die Füße, der kommt flach. Ach, was haben wir einen Spaß hier. Genau, also wie gesagt, das ist halt eine wichtige Strecke, die nach Kroatien führt. Und ihr seht ja, wo man hier mit dem LKW durch muss. Guck mal, der hat auch ein Stofftier dabei gehabt. Aber kein Klaus Bärbel. Ach, herrlich. Gut, also. Budva. Da dann somit auch schon mal ein bisschen was gesehen. Von oben habt ihr das ja gerade auch schon gesehen, da habe ich Aufnahmen gemacht. Ja, Sonnenbrille ist Pflicht, ne? Mhm. Ohne Sonnenbrille geht's nicht. Ohne Sonnenbrille geht gar nicht. Also, doch nachts aber. Bei Tage ist die Strecke doch ein bisschen schöner zu fahren als bei nachts, weil du sie überhaupt nicht kennst. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, diese ganze Strecke, die wir jetzt gerade fahren, die sind Daniel gestern im Dunkeln gefahren. Generell fährt Daniel in letzter Zeit ziemlich viel, weil er gar nicht einmal über die 4,5 Stunden gekommen ist. Also oder an die 4,5, weil generell, solange ich Doppelbesatzung fahre, gilt eigentlich immer schon der Grundsatz, getauscht wird nur bei 4,5 Stunden. Wenn einer seine 4,5 voll hat oder aber er hat keinen Bock mehr oder er fühlt sich nicht gut, dann wird getauscht. Und dementsprechend sitze ich seit 2 Tagen auf dem Beifahrersitz. Ja. Im eigenen LKW. Wird sich aber gleich ändern. Ja. Ja, gut, Freunde. Dann bis später. Jetzt musst du aber hochgehen und sehe ich nichts. Ey, dunkel wie Bärenarsch. Ach, das hier dieser. Oh, das müssen wir euch zeigen. Das ist der Gebirgstunnel hier. Was? Oh, schön. Schweineengel. Ihr könnt es kaum sehen, ne, wegen der Spiegelung, weil die Sonne jetzt von vorne so drauf ballert. Wir fahren jetzt unter einem Felsüberhang oder sowas vor. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay, bis später. Schöne Grüße aus Budva. Wir haben aber durchgeschüttelt. Also hier ist also. Jetzt geht's wieder. Ihr wisst Bescheid. Bis später. Boah, schon wieder, ey. Freunde, so.
Wir sind jetzt gleich wieder an der Fähre. Und wieder bei Sonnenuntergang. Malerisch, ne? Kann man ja gar nicht anders sagen. Ja, Geld habe ich hier schon liegen. Hälfte davon werden wir brauchen. 27 Euro waren das, glaube ich. Und dann geht es für uns rüber auf die andere Seite. Wir müssen nämlich da drüben gleich weiterfahren. Ach, herrlich. Was soll man da sonst mehr zu sagen, ne? Außer herrlich. Das ist einfach echt mega. Look, da vorne ist der Fähranleger von der anderen Seite. Das Schiff kommt gerade so rüber. Aber ja. Das heißt nichts. Dann müssen wir gleich gucken, wie viel da schon warten auf Fähre. Und dann, wie gesagt, dann geht es bei uns rüber. Ich gehe da mal schnell ins Büro. Bezahlen. Das ist quasi wie so ein Kiosk, der da steht. Da kannst du einmal bezahlen und dann geht es für uns rüber auf die andere Seite. Und dementsprechend sage ich einfach mal ja, bis gleich. Denn wie gesagt, ich muss gleich den LKW einmal schnell verlassen. Ja, es sind nur noch ein paar hundert Meter oder so, ne? 700 Meter. Ferry is good. Mm-hmm. Because we want the ferry. Schneid mich noch mehr! Der wollte halt richtig wissen, ne? Rüber. Dann steige ich mal schnell aus. Da gibt es ja immer diese Trucks-Spuren, ne, wo du hinfahren kannst mit dem LKW. Genau. Okay, Leute, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt auf der Fähre und jetzt geht es dann auch gleich rüber. Ich habe gerade schnell das Ticket bezahlt, pack das Wechselgeld schnell weg und dann kann es für uns auch weitergehen. Ah, herrlich. So, hier seht ihr, da sind wir auf dem Boot und alles wird gut. Herrlich. Gut, ich mach gleich wieder Kamera an, ne? Bis gleich. So, Freunde, wir haben abgelegt und diesmal werden wir nicht rückwärts fahren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Herrlich. Kann man sich mal geben, oder? Wir haben diese Woche wirklich eine absolute Sahnetour. Man kann es gar nicht anders sagen. Für mich ist sowas einfach nur so eine Sahnetour. Das kannst du genießen. Das kannst du tief in deine Erinnerungen abspeichern. So dass du dann auch lange deinen Kindern und Enkelkindern irgendwann mal was von erzählen kannst. Wie du als nicht mehr ganz so junger Mann in Montenegro warst. Herrlich. Einfach herrlich. Oh, ist das so sind auch die spritsparendsten 300 Meter, die wir diese Woche fahren. Herrlich. Einfach herrlich.
Ba-ba-ba-ba-ba. Ich liebe es. So Leute, wir fahren schnell rüber, legen dann an und dann, weil ihr habt das ja auf der Hinfahrt schon gesehen, ne? Ich sag mal bis gleich. In ihr hauen. So Leute, wir sind jetzt im Anlegemanöver. Aber da parken ein paar Autos ganz beschissen für uns. Ach, er nimmt den linken Anleger. Ne, er nimmt doch den rechten. Geht er ganz schön zügig ran. So, euch mache ich mal wieder an Strom. Deswegen nicht wundern, wenn jetzt Störgeräusche drin sind. So, jetzt warten wir darauf, dass wir gleich runterfahren können. Was wohl in wenigen Augenblicken auch soweit ist. Boah, der Daimler, der vorne, der Sprinter, der ist ganz schön am Husten, Alter. Und dann haben wir nur noch wenige Kilometer bis zur Grenze, ne? Oder? Daniel? Ja, 25. Ah, 25 Kilometer, das kriegen wir rucki zucki hin. Ich würde ziemlich einseitig entladen gerade. Man merkt richtig, wie wir Schlagseite kriegen. Ich sehe das die ganze Zeit. Das Schiff rechts immer wieder runter geht. Ja. Wenn du den festen Punkt auf dem Land nimmst und dann schiffst du runter, aber eigentlich bei, ach, siehst du das die ganze Zeit. Eieieiei. Entschuldigung. Erstmal nur ein Stück gerade, ne? Wegen der Kante vom Auflieger. Jetzt bist du safe. Dass wir Luftfahrwerk vorne haben. Was auch ganz oben hängt. Ah, ich habe hinten auch hoch gemacht. Ja. So, rechts sieht im Augenblick gut aus. Genau. Rechts sieht sehr gut aus. Jetzt muss es kommen. Die gerade mit dem Auto ganz doof geguckt.
als hochgepumpt hast. Ja. Und die diesen Sprinter stand, der ganz an der Seite stand, die hat auch ganz, 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 ganz sparsam geguckt, dass ich hingekommen bin und die Karre auf den Boden gesetzt habe. Ja. Und ich bin nur nebenbei gegangen und hab ihn vorne runtergelassen. Ich habe nur wieder auf Fahrniveau gesetzt. Ja, aber ist Bescheid. Warum das alles? Showgeschäft. Showgeschäft. Alles fürs Showgeschäft. Oh, noch ein Fahrrad. Ja, Rechtskurve, man sieht natürlich gerade gar nichts. Deswegen macht der Daniel jetzt mal ein Stück ruhiger gerade. Weil dann hast du nämlich sonst Fahrzeuge wie Bus und Co. Aber ich glaube, jetzt kannst du dran vorbei. Ja, Leute, so ist es. So war es und so wird es immer bleiben. Eine wunderschöne, wunderschöne Tour. Schade ist eigentlich nur, dass wir jetzt den Großteil von der Kroatien-Rückfahrt im Dunkeln fahren werden. Aber gut, schönes Land ist. Das ist halt einfach so. Ne? Ich denke mal, wenn wir heute noch bis kurz vor die Grenze von Slowenien fahren, dann reicht uns das. Machen dann 9 Stunden Pause. Oder 10 oder 11, je nachdem wie K.O. wir auch sind. Denn ich finde, Pausenzeiten sollte man nicht davon abhängig machen, was Minimum nötig ist, sondern einfach von dem abhängig machen, was nötig ist, damit wir als Fahrer wieder fit sind, um den nächsten Tag dann auch unbeschadet unser Ziel zu erreichen. Ne? So, und deswegen sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal bis später. Ist jetzt auf die Kranke, oder? Ja, fahr einfach mal vor, der wird das schon sehen. Also Leute, willkommen zurück hier an der Grenze von Montenegro. Ja. Was hat er denn? Ist er rechts drauf vorbei? Ja, fahren wir rechts drauf vorbei. Oder er macht mir gerade auf. Gut. Danke. Er hat gerade noch gefragt. Und ist ein schönes Land, ne? Ja, ist es auch. Und die Straßen sind ein bisschen tricky. Genau, das habe ich ihm auch genauso gedacht. Die Straßen sind echt so ein bisschen spezieller. Aber gut, es rollen auch längst nicht so viele LKWs durch dieses Land. Also, wenn man auch den Zollhof in der Hauptstadt, das Ding ist im Vergleich klein. Also, alles gut. Jetzt fahren wir auf die Grenze von Montenegro. Wir waren da ganz in Montenegro. Jetzt fahren wir auf die Grenze Kroatien zu. Das ist quasi hier so ein bisschen Niemandsland, kann man quasi sagen. Ne? Herrlich. Und dann sind wir endlich wieder in Kroatien. Was heißt endlich wieder? Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht gefreut haben, in Montenegro zu sein. Ganz im Gegenteil. Aber wir sind trotzdem dann auch wieder froh, dann wieder so einen Meilenstein Richtung nach Hause zu hinter uns zu bringen. Da blinkt irgendwas rot. Mensch, ja. Fahrrad oder sowas, ne? Ja. Auch da wieder beide Fahrzeugscheine, Truck und Trailer und beide Reisepässe. Ausfuhrstempel hat jetzt keinen gekriegt, ne? Durch illegal ausgereist sind wir da jetzt nicht. Nee. Bei der Polizei gewesen. Ach, Zoll. Nein, das passt schon. Aber ich glaube, ich frage mal gleich ganz freundlich, ob die Kroaten uns noch einen Stempel reingedrücken können. Alleine, damit man den Stempel hat. Also früher LKW-Fahrer, die haben ihren Reisepass voll gehabt mit Stempeln. Und unser eins, ja, gibt's ja nicht mehr, ne?
So wirklich. Wir haben jetzt natürlich von Montenegro bei der Einreise eingekriegt, bei der Ausreise nicht. Ja, da LKW-Spur. Da geht's aber hoch, wa? Link. So Leute, das ist jetzt die Grenze von Kroatien. Herrlich. Back into the EU. Mhm. Fast. Back into the EU. Das können wir aber auch mal. Kannst du nach Hause schon eingeben, genau. Der Dani gibt jetzt im Navi nämlich schon unsere Heimatadresse ein. Also von der Firma. Ah. Ja, wie wahrscheinlich das jetzt drehen. Das ist wie hier. Geradeaus. Ach ja. Schön, schön, schön. Gut, wir erfüllen nicht die Anforderungen. Ja, ich weiß, aber du denkst, ich darf nicht hier. Na, mal kurz gucken, wo wir uns den Layer schicken. Wo? Sie erreichen Ihr Ziel um 17.29 Uhr. Was machst du denn da jetzt? Sieht aber auch fein ist, ne? Hast du nachgeguckt? Ich hab nachgeguckt, aber auch wieder durch. Ah. Ja Leute, ich glaube, wir nehmen euch jetzt mal einfach live mit. Also das, was ihr jetzt vor euch seht, das ist nichts anderes als die Wartespur für die Einfahrt auf den Grenzposten. Hatten wir gestern auf der Gegenroute ganz genauso. Na? Aber ist hier heute nicht mehr Ordnung. Ja, aber... Es ist Abend, da genau, sind nicht mehr so viele da. Es ist bestimmt nicht mehr so viel Personal da und so. Und von daher... Immer erst PKW. Die wollen bestimmt auch gleich nochmal drauf gucken, ob unser Auflieger auch wirklich leer ist. Genauso wie gerade in Montenegro der Zollbeamte das auch wollte. Also erst Zollbeamter, dann Polizier, ne? Weil da erst... Boah, jetzt auch nicht mehr. Gut, dass wir keine dran gemacht haben. Weil die aufzumachen ist gar nicht so easy. Ach ja. Naja. Gut, Leute, ich lasse die Kamera jetzt einfach mitlaufen und dann sehen wir gleich, was Phase ist. Also ein bisschen Schabeta von meiner Stimme ausgesehen. Ja, das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich weiß das nämlich, dass du nur zwei Schachteln mitnehmen darfst. Aber ich war wieder ehrlich. Müssen wir jetzt hin, rechts, links? Fahr links. Auch gedacht hat, dass wir gehen können. Ja, fahr. Glück, dass er uns nicht bestraft hat. Weißt du Bescheid? Jungs, ihr müsst schon fahren. Herzlich willkommen zurück. Es ist mittlerweile mitten in der Nacht, Freitagmorgen. Und ja, wir überqueren gerade die Grenze von Kroatien nach Slowenien. So,
das war's jetzt quasi auch schon. Tschüss. Nee, Spaß beiseite. Was guckst du denn so verbissen? Du guckst gerade ganz verbissen so. Alles gut? Alles super. Siehste. Ach, herrlich. Ja, Leute. Das ist jetzt das dritte Land innerhalb von 24 Stunden. Das ist auch so ein Vollidiot, ey, sorry. Weißt du, er hat noch das Licht an, er kramt noch irgendwas auf dem Bett, aber er fährt erst mal los, ne? Und kommt dabei auf die linke Spur rüber. Mann. So. Also du musst gleich nirgendwo rausfahren oder so, ne? Kannst aber eben. Der Bäcker, wenn neben mir Platz. Ja, aber kannst linke Spur fahren. Oder nicht? Ne, rechts müssen wir. LKW, ja, ist okay. So. Weil hier ist eigentlich gar nichts mehr mit der Granica. Hast gesehen, du musst aufpassen jetzt, wenn du gleich rechts ziehst, ne? Ja. Da sind wir schon einige dran hängen geblieben. Und wir mit unserer Lenkachse, genau. Jetzt kratzen wir aber bis weit genug drüben. So. Ja, Leute. Eigentlich kannst du hinten rumfahren im Kreis, ja, genau. Ich dachte, ich kann auch ein bisschen abkürzen, aber wenn ich jetzt ein paar Gebühren. Ach ja. So Leute, um es mal für euch anschaulich zu machen, gehen wir jetzt mal auf Google Maps. Schauen uns mal Google Maps an. So. Also. Wir sind jetzt gerade hier über die Grenze gekommen und werden jetzt hochziehen über Maribor Richtung Graz. Genau das ist der Plan. Es kann sein, dass wir nochmal Passports haben wollen. Hallo, hast du den Namen von Passport? Meiner müsste auch mit bei Ihnen. Nee, da ist hier oben. Mach mal ruhig Motor aus. Das ist immer für die Jungs viel angenehmer. Empty. Thank you. Bye. Bye. Tja. Passkontrolle an der Grenze habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Aber das kann ja auch an der Flüchtlingskrisensymptomatik liegen. Schließlich haben wir ja auch Grenzkontrollen an der österreich-deutschen Grenze. Ne? Dann dürfen die ja hier genauso kontrollieren. So. Also, wir kommen zurück in Slowenien, Leute. Was hast du denn eigentlich noch? Stunde 49. Eine Stunde 49 und dann darf ich wieder ans Lenkrad. Es ist jetzt 3.35 Uhr. Das heißt, gegen 5 Uhr wird unser nächster Wechsel anstehen. Dann kann ich nochmal 4,5 Stunden fahren. Und dann ist Mittag. Ja. Und dann machen wir zum Mittag, machen wir Feierabend. Kotz, brech ins Essen. Na? Aber naja,
Ja, ihr merkt schon, mitten in der Nacht, da hat man keinen Bock, große zu erzählen. Dementsprechend würde ich etwas sagen, wir sehen uns bei Tageslicht wieder. Also wir machen jetzt mal so, ich mache jetzt mal für euch Tageslicht, okay? Auf die Plätze, fertig. Guten Morgen, Freunde. So. Wir sind in Österreich, um genau zu sein, wir sind bei Graz. Ne, Daniel? Ja. Und wir sind auf dem Weg nach Hause, schon seit gestern Nachmittag. Wir haben jetzt noch wie viele Fahrstunden und wie viele Kilometer? 927 Kilometer und 12 Fahrstunden. Also 12 Stunden, 927 Kilometer, beziehungsweise 926. So. Ich möchte mich einmal bei euch bedanken dafür, dass ihr bis hierhin, bis zu diesem Teil des Videos durchgehalten habt. Wir werden das Video jetzt nämlich beenden. Denn wir haben unendlich viel Material gesammelt. Wir haben Bilder aus einer der schönsten Regionen Europas zuhauf gesammelt. Zur perfekten Zeit. Und ich möchte, genau, zur perfekten Zeit auch noch. Und ich möchte es nicht unnötig jetzt weiter füllen mit Dingen, die wir schon in anderen Videos ganz oft gesehen haben. Ich würde sagen, der Hashtag für dieses Video ist wunderschöner Balkan, könnte man sagen, oder sehr entgegenkommt. Sehr entgegenkommt. Wir könnten auch machen, Hashtag, kann es sein, dass du dumm bist? Nein, das machen wir nicht. Naja, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann lasst mir einfach einen Kommentar da. Sagt mir, dass ihr zu denjenigen gehört, die sich angeschaut haben auf volle Länge, und lasst mir bitte auch ehrliche Kritik da. Sagt, was habt ihr vermisst in dem Video? Was war zu viel in dem Video? Was sollen wir fürs nächste Video besser machen? Denn glaubt mir, das nächste wird schon wieder ein Kracher. Ja, ihr wisst das ja noch gar nicht. Wir fahren wieder nach Schottland nächste Woche. Nach Nordschottland. Mit anderen Worten, wir kommen aus Montenegro und fahren direkt an den nördlichsten Zipfel Großbritanniens. Wenn ihr euch das jetzt auf der Karte vorstellt, ist das ein ziemlicher Rutsch, sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, lass uns ein paar Worte da, gerne auch an Daniel, denn das ist nicht selbstverständlich, dass jemand, der eigentlich mit dieser ganzen YouTube-Geschichte so gar nichts zu tun hat, so aufgeschlossen dem Ganzen gegenüber ist und auch vor der Kamera so locker ist. Das ist, also ich habe ganz viele gehabt, die kriegten kein Wort voneinander oder fühlten sich mega unwohl. Und danke Daniel einmal auch dafür, dass du das hier alles so mitmachst, weil das ist nicht selbstverständlich. Wenn Daniel nämlich sagen würde, Digga, ich habe da keine Lust drauf, dann hieße das für euch, es gibt kein Video. Weil gegen den Willen von jemandem mache ich hier mal gar nichts. Dazu habe ich weder Lust noch die rechtliche Grundlage. Ne? Wunderschönes Österreich. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben. Wir haben diese Woche das wahrscheinlich beste Wetter und die schönsten Sonnenstrahlen gehabt im ganzen Februar in ganz Europa. Während wir durch die Sonne gefahren sind und ich meiner Frau zum Beispiel Bilder geschickt habe von der wunderschönen Adriaküste, musste ich erfahren, dass zu Hause das Wetter einfach nur unglaublich scheiße war. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend, ja, fühlen wir uns hier echt ein bisschen privilegiert, was das zumindest anbelangt. Definitiv. Ja. Gut, Leute. Vielen, vielen Dank nochmal. Danke an alle Kommentare. Danke an alle Leute, die hier auch diesen Kanal finanziell unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das. Und ich bin immer noch jeden Tag ein bisschen, ja, sprachlos, wenn ich so in diese App reingucke, die ich habe, wo dann so Zahlen drin stehen. Da steht da drin, dass über 17.780 Menschen diesen Kanal verfolgen. Dass teilweise bis zu 180.000 Stunden Watchtime auf diesem Kanal erreicht werden.
dass ihr da so viel Bock drauf habt, dass ihr so viele Likes verteilt, dass ihr so gerne kommentiert, dass ihr untereinander kommentiert, dass ihr auf dem Discord-Server so aktiv seid. Das ist alles nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und dementsprechend bin ich einfach froh, dass wir da eine coole Community zusammengebacken haben in den letzten Jahren. Und dieser Dank geht halt einfach nur an euch. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt, oder verabschieden wir uns jetzt von euch für dieses Video. Und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag bei der nächsten Premiere wieder. Wenn es heißt, auf nach Nordschottland. Es wird ein Fest. Ganz ehrlich, es wird ein Fest. Bis denn, ne? Und Rinjehauen. Ciao.